Rocket Beans. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, das wird richtig gut. Wir spielen Just Cause. Sandro ist vier. Am Start. Just Cause Nummer 4, nicht den Teil von 2005. Den gibt's noch gar nicht. Sondern, den gibt's erst in 3 Stunden. Gibt's ja, den erst. Denn morgen ist offizieller Release von Just Cause 4 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Und wir werden das Ganze heute schon ein bisschen spielen und haben glücklicherweise auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Speicherstand, ja, damit wir eben auch coole Fähigkeiten schon mal haben und nicht uns erst reinspielen müssen. Ja, ja, das wird richtig gut. Ich hatte den ersten Teil damals noch so im Kopf. Das war noch Giga-Zeit damals. Die Xbox 360 war neu und eins der ersten Spiele, aber relativ am Anfang kam Just Cause raus. Und ich weiß noch ganz genau, dass die Explosionen damals State of the Art waren. Das Spiel erst hat sich komplett über die Explosion verkauft, weil du dachtest, Alter, solche Explosionen habe ich noch nie gesehen. Und Just Cause ist ja nur am Explodieren die ganze Zeit. Ja, ey, und ich finde es so interessant, bei Just Cause 1 haben sie ja versucht, den mochte ich ja total, den Teil, ja, haben sie ja versucht, eine Story so cool zu erzählen, mit Guerilla-Kriegen und den ganzen Shit. Und bei, wir können auch schon mal ins Ingame gehen, genau, bei Just Cause 4 jetzt denkt man sich so, okay, die haben zwar auch eine Story da eingebaut, aber eigentlich ist die mehr oder weniger egal. Denn das, ja, Wichtigste ist halt einfach, Quatsch zu machen und die Action steht im Vordergrund. Und im vierten Teil ist es jetzt nämlich so, dass Wetter eine sehr große Rolle spielt. Und zwar gibt es da so Naturgewalten, seien es Tornados. Naturgewalten. Ich glaube, es schneit und es gibt den Tornado. Ja, es gibt noch mehr, glaube ich. Noch mehr? Was denn noch? Also ich habe auf jeden Fall irgendwelche Sandstürme noch gesehen, also nicht in dem Sinne, dass Tornados sind, sondern so diese Mad Max quasi, diese, wenn du da reinfährst. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist also super. Es gibt schon auch ein paar mehr Sachen. Und das ist natürlich ein großes Alleinstellungsmerkmal von Just Cause immer noch, dass du halt diese Verbindung hast zwischen Grappling Hook und halt dem Wingsuit, ne? Dass du damit dich fortbewegst und das ist halt irgendwie, das macht halt unfassbar viel Spaß. Das kann ich ja mal kurz demonstrieren. Genau, das kannst du erstmal zeigen und das ist ja das, was man natürlich auch von Just Cause 3 schon kennt. Aber jetzt kommt natürlich hinzu bei Just Cause 4, dass du all das nochmal erweitern kannst. Also es gibt neue Methoden, das Ganze nochmal auszustatten. Es gibt irgendwie diese Ballons zum Beispiel, die man verschießen kann. Man kann ein Fässer rantun und diese Fässer halt irgendwo rauffliegen lassen, dank dieser Ballons. Dazu kann man nochmal so eine Schubraketen ranmachen. Ja. Und dann kannst du halt all das irgendwie raufballern irgendwie. Und das ist total krass. Und das werden wir halt in den nächsten, 2,5 Stunden fast, werden wir das Ganze euch mal zeigen. Auf jeden. Wie du vielleicht gemerkt hast, ich bin irgendwie seltsamerweise schon in einem Panzer gelandet und hab dann so ein bisschen meine Aufmerksamkeit zack hierauf gelenkt. Aber du hast vollkommen recht. Ja, also was ich damit sagen wollte, bisher konnte man so 2 Sachen verbinden, weißt du, und jetzt kann man halt noch viel, viel mehr einstellen. Jetzt kann man Haken einstellen, da werden wir nachher nochmal. Soll ich da mal kurz rein? Dann wissen Sie gleich, das ist nämlich echt krass. Dieser Haken, das haben sie komplett überarbeitet. 3 Einstellungen gibt's, die man quasi voreinstellen kann, um on the fly im Spiel umzuschalten. Ja. A, B und C. Und wenn man da dann reingeht, kann man die einzelnen Stadien dieses Grappling Hooks einzeln definieren. Und diese Ballons, da links sieht man das ja, diesen Ballon. Da kannst du nochmal die Größe einstellen. Ja. Du kannst einstellen, wie panzerfest die sind. Also ob die, wenn du einmal raufschießt, direkt explodieren. Mhm. Oder ob sie wirklich irgendwie panzerfest sind. Also ob sie halt einen guten Schutz haben. All das kannst du halt bis ins kleinste Detail einstellen. Und alleine daran kann man unfassbar lange rumspielen. Also ohne Scheiß, ich glaube, ein großer Teil heute wird sich darum drehen. Denke ich auch, das macht einen riesen Spaß gleich. Denn unser großes Ziel ist ja, aber erst ab der 2. Stunde. In der 1. Stunde zeigen wir euch erstmal, was alles möglich ist. Ab der 2. Stunde ist das Ziel, dass ihr uns Ideen schickt. Explosions! Und zwar im Forum könnt ihr da mal schauen. Da haben wir einen Thread eröffnet. Let's play Just Cause 4 mit Denzel und Sandro. Aha. Da könnt ihr coole Ideen reinstellen. Stunt-Ideen vor allem. Denn das Wichtigste in diesem Spiel sind natürlich auch die verrückten Stunts. Und wir versuchen, die halt umzusetzen. Also die sollten natürlich schon machbar sein. Ihr werdet ja sehen jetzt in der nächsten Stunde, was alles machbar ist. Und in der 2. Stunde werden wir uns dann euren Stunt-Ideen widmen. Ja. Und die beiden, die halt die coolsten Stunt-Ideen eingeschickt haben, die dann auch machbar sind und die wir auch noch umsetzen können, also die wir tatsächlich dann auch umsetzen werden, die haben die Chance auf so ein cooles Just Cause 4 Paket. Ja, ne, so eine rote Box habe ich gesehen. So eine rote Box. Weißt du, was da drin ist? Da ist, wenn ich mich recht entsinne, ist da ein T-Shirt drin. Oh. Dann hast du das Spiel noch drin. Und ganz viel anderen Kram. Ich werde es gleich nachliefern, um genau zu sagen, was da alles drin ist. Sonst nennt es Wundertüte. Aber es ist eine große Just Cause 4 Wundertüte. Wunderbar. Oh, Achtung. Und die haben wir 2-mal, das heißt, die könnt ihr gewinnen.
Schaut einfach, wie gesagt, im Forum vorbei und sendet uns coole Ideen. Wir versuchen, die umzusetzen. Die, die erstmal cool klingen, machbar sind und wir dann auch noch cool umsetzen, die haben die besten Chancen. Und dafür haben wir auch genug Zeit. Also ja. Mehr als 2 Stunden haben wir jetzt auf jeden Fall noch Zeit. Denke ich auch. Denke ich auch. Und wir werden unser Bestes geben, dass wir hier gut... Ich gebe jetzt schon mein Bestes. Sinn. Ich bin tatsächlich, wie du merkst, ein bisschen abgelenkt, weil dieses Spiel auch wirklich einem keine Luft zum Atmen lässt. Nee. Eigentlich willst du, siehst du, über alles Action und ich will in alles einsteigen, was es hier gibt. Ich will alles in die Luft sprengen. Es ist halt fette Sandbox-Action, ne? Ja. Ich habe auch mal recherchiert, wie groß die Fläche ist. Bei Just Cause 3 war sie ja auch schon 1000 Quadratmeter, Quadratkilometer natürlich, 1000 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich, Berlin hat 900 Quadratkilometer. Das heißt, diese Ingame-Welt, Solis heißt die, in Südamerika, ist natürlich fiktiv, aber orientiert sich schon an südamerikanische Länder und Umgebungen. Die ist einfach größer als das reale Berlin. Ja, ein bisschen größer als das reale Berlin. Das ist krass. Ich glaube, ich kann vielleicht an der Stelle mal ganz kurz die Karte aufrufen. Warte mal, das Zoomen ging... Warte, weiter geht nicht? Anscheinend nicht, ne. Ja klar, wenn das rein und raus ist und ich hier Stopp mache, dann geht's nicht weiter. Die Karte ist zu groß. Die Karte ist zu groß. Kann gut sein. Oder ich bin zu doof, aber wir fliegen einmal rum. Wir haben noch nicht alles... Also wir können noch nicht überall hin, glaube ich. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Und ihr seht auch schon die Klimazonen so ein bisschen. Also hier hat man gesehen, war sehr recht eisig. In der Mitte der Karte ist es nämlich eisig. Da herrscht dann dieser Schneesturm. Mhm. Und ich glaube, da ist auch das Epizentrum des Bösen. Da ist so eine riesige Anlage auf dem höchsten Berg des Spiels. Und da wohnen wohl die ganz Bösen. Namens Black Hand, ne? Die Black Hand, genau. Und hier im Westen sieht man so ein bisschen Wüstengebiet. Und damit hätten wir es dann auch, ne? Also Dschungelgebiet, Eisgebiet und Wüstengebiet. So viel habe ich mitgekriegt. Das sind die drei Biome. Sagt man ja, glaube ich, ne? Und da gibt es eben unterschiedliche Naturgewalten quasi, die da auf einen zukommen. Und das Schöne ist halt, dass man mit denen eben auch arbeitet. Ich hoffe mal, dass wir heute auch ein bisschen davon sehen. Wie gesagt, der Fokus wird heute sein, ein paar Stunts irgendwie dann zu kreieren. Ja. Aber ich hoffe mal, dass wir auch die ein oder andere Naturgewalt so um die Ohren geworfen bekommen. Auf jeden Fall. Spätestens, wenn ich ein Flugzeug an die Hände kriege, fliege ich uns einmal ganz kurz direkt rein. Einmal direkt ins Auge des Sturms. Da will ich aber dann so wie bei 2012, wie bei dem Film, weißt du, will ich dann auch, dass du dem direkt davon kommst. Machen wir, kein Problem. Und alles fliegt halt so um, dass du genau da so durchfliegen kannst und so. Pass auf. Wie das Was hast du denn für geiles Auto am Starter, Alter? Eins, wo man richtig schön oben stehen kann. Oh, shit. Falsche Taste, komm ich noch hinterher. Auto, bleib hier. Wuhu. Oh, sie weichen aus. Nein, 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 Auto. Auto. Ja, eigentlich kannst du da direkt rein. Ja, nein. Ja, auch das werden wir heute noch ein bisschen verfeinern, unsere Fähigkeiten. Ach. Denn das ist schon ein außergewöhnliches Gameplay. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt ist leider mein Auto hin. Schade, macht nichts, aber ich kenne die Stelle hier. Und wir sind gleich an der Stelle, wo man richtig schön viel Action machen kann. Oder, was schlägst du vor? Wollen wir direkt in die Action einfach einsteigen oder willst du einem großen, willst du irgendeinem größeren Ziel folgen oder was? Naja, also wie gesagt, in der ersten Stunde wollen wir erstmal den Leuten zeigen, was überhaupt möglich ist. Was zeigen wir denn jetzt hier? Pass auf. Du kannst zum Beispiel mal irgendwo dir irgendwelche fetten Fässer oder so, ja, oder irgendwelche Container oder so suchen. Schau mal hier vorne, haben die können wir dann, eine fette Basis. Die können wir dann mal versuchen, in die Luft steigen zu lassen schon mal. Ja. Weil das Geile ist ja, du kannst ja wirklich irgendwelche Container nehmen und auf denen stehen und dich so über die Welt fliegen lassen. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Das ist... Hier haben wir eine Basis von den bösen Leuten. Und eigentlich sind da auch immer sehr viel explosive Gerätschaften, die da rumstehen. Wundert mich, dass das hier jetzt gerade nicht der Fall ist. Die erkennt man auch immer schön an der Farbgebung. Das sind so riesige rot-weiße Gegenstände meistens. Es müsste eigentlich mal hier eine auftauchen. Wundert mich gerade. Aber wahrscheinlich gehört uns das schon. Oder irgendwas in der Richtung. Vermutlich schon, aber was ich unter anderem ganz geil finde, das ist mir schon beim Preview-Event aufgefallen, dass du ja tatsächlich offenen Krieg innerhalb der Welt hast. Also du hast halt so eine Frontlinie, wo halt wirklich die ganze Zeit gekämpft wird und du kannst dich da beteiligen, dann kannst du deinen Kameraden helfen oder aber du kannst die einfach kämpfen lassen und die arbeiten sich unterschiedlich in der Welt voran. Ja, das ist ganz cool. Und das ist so ein bisschen, cool. Das macht halt die Welt so ein bisschen lebendiger auf jeden Fall nochmal. Ja, ne, es macht Spaß, diese Karte so langsam für sich einzunehmen. Genau, neben den ganzen NPCs, die jetzt so rumstehen und so. Das ist ja auch hier und da, mal mehr, mal weniger. Guck mal, wenn ich jetzt das an das Auto klebe. Was? Genau, das haben wir ja. Das ist noch das Lameste aller. Das haben wir ja bei Just Cause 3 auch schon gehabt, genau. Genau.
Aber man könnte ja zum Beispiel, da muss man dann auch mit den Pfeiltasten arbeiten, diese Luftballons, ich weiß nicht, ob du die jetzt aktiviert hast, aber die kannst du ja zum Beispiel anwählen, kannst dann irgendwo raufschießen, dort einen Luftballon anbringen oder drei Luftballons, wie du willst, die vergrößern, verkleinern, je nachdem, wie du Lust hast. Und dann kannst du mal gucken, was passiert. Jetzt haben wir gerade die explosiven Luftballons, glaube ich, hier. Wenn du das siehst, da ist so ein Luftballon, aber den haben wir gerade falsch eingestellt. Ja, da kommen schon genau. Die Zuschauer. Aber schau mal, da hinten ist was zum Explodieren, glaube ich. Du, die pustern sich auf und explodieren gleich. Ach nee, ist gar nichts. Ich dachte, das hier. Aber wenn wir wollen, dann können wir das auch ausstellen. Dann hängen die einfach nur dran. Und dann bringen die halt gewisse Gegenstände zum Schweben. Den Anhänger da kannst du zum Beispiel auch einfach schweben lassen. Wenn du diese Luftballons ranhängst. Das stimmt. Wenn die nicht gleich explodieren. Mir fällt nur gerade auf, erkenntlich an dieser Farbgebung ist, dass das schon uns gehört. Wäre das nicht unseres, wäre das rot-schwarz-böse. Stimmt, ja. Und deswegen können wir hier noch nichts in die Luft jagen. Ich gebe dir mal das Pad. Vielleicht kannst du mal was Schönes suchen. Was war jetzt nächstes Mal? Ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, die Frage, oh, kommen wir da hoch? Ja, so, da kannst du hoch, aber jetzt natürlich von hier schwierig, ne? Ja. Wobei, wenn du eine Tonne findest und da einen Luftballon ranmachst, kommst du auch zum Zeppelin. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Oh. Jetzt hänge ich hier fest, sehr gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht an Bäumen sich auch hochkraxeln kann, sondern nur so, wenn man nur halt den hier machen kann. Das wird ja dann noch angezeigt. Oder bist du kurz gegen die Lampe, sonst hättest du mehr Schwung mitgenommen. Ja. Das war nicht so gut, weil ich mache nochmal 9. Da muss man erst ein Gefühl für kriegen, für diese Steuerung mit dem Fallschirm. Ich glaube, man kann sogar A gedrückt halten lassen, oder? Wenn man so... Denn spannst du nicht den Fallschirm. Ja, das ist natürlich auch gut. Ja, Timing ist auf jeden Fall super wichtig. Genau. Ja, siehst du? Jetzt hast du... Oh, was geht da hinten ab? Ja, irgendwas geht immer irgendwo ab. Das ist ja das Ding. Aber hier, dieser Ort ist ein bisschen langweilig, weil der gehört schon uns. Ja. Und da hinten siehst du schon die Basis, die ich gerade angesprochen habe. Auf dem Gipfel, da siehst du den kleinen, da ist dieser Turm, genau. Hier genau da, ja. Das ist, glaube ich, der Endgegner. Boss, super Bösewicht wohnt da. Ja, vermutlich. Warte mal, ich öffne mal kurz die Karte. Du meinst wahrscheinlich hier so, ne? Aber ich glaube, da direkt hin, das wäre unser Tod, um ehrlich zu sein. Nur müssten wir ja irgendwo mal sehen, wo die Kacke am Dampfen ist. Das hier zum Beispiel ist ja noch nicht unseres. Mhm. Wollen wir hier mal hin? Und wir schalten das Kriegsschiff frei, das ist ganz cool. Das macht nämlich richtig Spaß. Okay. Dann, gehen wir mal hier hin. Ich habe übrigens heute was gelernt, das würde ich gerne mit dir teilen, Sanruf. Vielleicht wusstest du das auch noch nicht. Und zwar dachte ich, die letzten Jahre... Ich komme da nicht hin, scheiße. ...dass Just Cause nur Just Cause heißt, weil es so viel Spaß macht. Und weil ich hatte das für mich eben drum, ne? Just Cause. Halt deshalb. Einfach des Spaßes halber. Ach so. Aber das ist ja Quatsch. Weil das würde ja Just Because heißen. Ja. Und Just Cause heißt ja wörtlich übersetzt der gute Grund, ne? Mhm. Der gerechte Grund. Und es gab eine Operation Just Cause von den USA und mit der ist es nämlich angelehnt. Wirklich, das ist der Hintergrund oder was? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, die war irgendwie in Panama, wegen dem Panama-Kanal. Das war eine saubere Landung. Und die USA hat ja so ein Fable für lustige Namen für so Invasionsoperationen. Da gibt's ja noch irgendwie Everlasting Liberty Operation. Was meinst du, wer bestimmt ist? Der US-Präsident vielleicht? Ist der verantwortlich für die ganze Nation? Meinst du, der denkt sich die Namen aus für die Operation? Ja. Wahrscheinlich, ne? Weil das ist die beste Aufgabe. Wie ist denn nochmal die Osama Bin Laden-Operation? Die doch auch so gut. Warte mal, nee, die hieß nur Generation Zero oder so? Nee, Generation Zero war ein Spiel. Es gibt doch einen Film, der heißt genauso wie die Operation. Da bin ich jetzt überfragt. Aber ja. Ich schaue mit einem Auge gerne in den Chat. Das war auch ein komischer Name, um ehrlich zu sein. Mhm. Und das habe ich erst kürzlich erfahren. Ich dachte, ich war voll überzeugt davon, dass es einfach heißt eben drum. Naja, es ist einfach ein Spiel just for fun. Aber nein, da ist tatsächlich leicht politischer Hintergrund hinter. Und, Ich bräuchte mal, Vielleicht wussten das die Zuschauer auch nicht, ich fand das ganz interessant. Bräuchte mal ein Fahrzeug oder so, das wäre ganz geil, damit wir mal ein bisschen, auf dem Boden erstmal noch bleiben, um zu gucken. Genau, Enduring Freedom war auch eine Operation, aber das ist nicht die Sandro meinte. Nee. Aber die hatte, wenn ich mich recht entsinne, guck mal, da gab's ja den einen Film Zero Dark Thirty und dann gab's noch einen anderen Film, der hieß so, wie die Operation hieß. Ich bin jetzt total verwirrt. Ich weiß. Tut mir leid. Neptune's Spear, kann das sein? Nee. Oh man, es geht doch an Bäumen. Ich hab eben gelogen. Ich hab gesagt. Ja, an besonders dicken Bäumen geht das.
Guck mal, ich sehe hier nicht einen da vorne. Da sind doch ein paar Autos. Ja, aber viele Leute sagen Neptunes Bier, meinst du? Aber cool, guck mal, dann haben wir wieder auch wieder was gelernt. Hui! Wahrscheinlich. Hier kannst du B gedrückt halten, denn macht er die Beine nach unten. Ja, ich dachte, er gleitet ganz cool. Nee, cool macht er das mit diesem Wingsuit auf keinen Fall. Da verliert Rico seine Coolness. Ne? Und ich jetzt, Alter! Was für eine Beschleunigung! Wow, hol ihn dir. Fucker, ey. Das ist der beste Wagen ever. Ja. Alter! Was geht ab? Wow! Komm, wieder abgeht. Und jetzt kannst du theoretisch auch noch Raketen hinten dran machen mit deinem Grappling-Hook. Und das zeigen wir euch später noch. Das wird richtig gut. Erstmal peitschen wir hier so ein bisschen rum, weil ich will gucken, wo die Kacke am Dampfen ist. Und zwar da, wo ich es angewählt habe. Kann natürlich sein, dass wir ein bisschen länger brauchen, weil die Welt natürlich fucking groß ist. Aber der Weg wird mir hier auch... Und ist guter Sound. Du hast ja direkt eins der besten Autos erwischt, die es im Spiel gibt, ne? Ja, das könnte auch irgendwie so ein Autorennspiel sein, ne? Wie sich das hier anhört. Ja. Also hier. Ach so, guck mal, hier ist diese Frontlinie, von der ich gesprochen habe. Ja. Wird sich grad genau. Da war ich eben gerade. Da haben wir gestartet, Sandro. Ja, ja, aber ich fahre ja hier den Weg lang. Genau. Dort hinten zu landen. Ich glaube, falls du auf die Idee kommst, hier wieder anzuhalten. Nee, ich wollte nur kurz zeigen, dass diese Frontlinie, das ist genau das, was ich meinte. Ich liebe den Sound von Rallye-Autos. Ich habe übrigens noch gar nicht dran gedacht, dass man natürlich Raketen hinten ranballern kann. Ja. Und dann ist das Ganze schneller. Wollen wir das gleich mal machen? Ja, gerne. Probier's doch jetzt aus. Dann sind wir schneller am Ziel. Das ist eine sehr gute Idee. Du musst halt erstmal die Raketen umbauen, ne? Umbauen, ne? Dass sie auch nicht explodieren und solche Geschichte. Das war wahrscheinlich... Ist die Fahrphysik wieder so schlecht? Fragt Free Tech. Ja, also ich kann mich bisher nicht beschweren. Aber warte mal. Also sie ist relativ unrealistisch. Wenn du das mit schlecht es meinst. Halt, es ist halt Arcade. Aber es ist halt einfach mega fix und schnell, ja. Es ist halt arcadig so, das ist der Punkt. So, was brauchen wir? Schubraketen brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Hä? Achso, das muss ich gedrückt haben. Okay. Hoch. So, was ist das für ein? Den brauchen wir ja nicht. Aus. So, das ist jetzt die einfachste Variante. Jetzt ist die Schubrakete an. Warte mal. Ja, unkontrollierbar wird die Steuerung der Fahrzeuge in dem Moment, wo ihr sehr, sehr schnell fahrt irgendwann mal. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe da kein Problem mit den Fahrzeugsteuerungen. Ach, scheiße. Das war jetzt noch nicht geplant. Mit Rakete und... Oh, wow, 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 shit. Das war jetzt nicht Wenn du jetzt drinnen sitzen würdest... Weißt du, dann wird's mega abgehen. Kann ich jetzt einsteigen? Nee, schade. Mit einem Grappling-Hook kannst du einsteigen, oder? Ja, wenn du dich jetzt rangreppelst und dann... Ja, aber ich hatte was anderes vor. Warte mal, ich glaube, ich habe das Falsche noch ausgewählt. Wie hast du vorhin gewechselt? Mit Digi links, rechts wechselst du die Presets. Okay, jetzt genau. Das ist jetzt der Richtige. Müsste der Richtige sein. Jetzt fahre ich natürlich straight ins Wasser. Auch nicht so geil. Und jetzt macht er wieder nach oben. Aber warte. Wenn ich jetzt mich reinsetze, ich fahre mal kurz ein Stückchen weg, weil ich hier beschossen werde. Oh ja, ein bisschen Ruhe wäre schon ganz gut. So, und jetzt, wenn ich die jetzt aktiviere... Wow! Genau, wuhu! Ja, sehr gut, dass da ein Luftballon reicht, ist ja krass. Das ist echt krass, ja. Oh, aber wieso kommt der jetzt wieder runter? Hä? Boah, der ist aber sehr... Warte mal, ich kann den mal versuchen aufzu... Nee, so richtig komme ich so nicht voran. Warte mal, wenn ich... Nee, den müssen wir umbauen. Das wird nichts. Lass mich runter. Oh, oh. Ei. Shit. Okay, das war's mit dem Auto. Schade. Naja, kann man nichts machen. Naja, ich glaube, es gibt noch ein paar Autos, die wir klauen können. Ja, aber was geht denn da hinten ab? Warte mal, da war ein Riesensatellit. Ja. Das sind bestimmt... Sag nicht, das sind die typischen Ubisoft-Türme, dass man dort alles freischaltet. Ach so. Das brauchen wir nicht. Nee, das Spiel ist von Square Enix? Genau. Du hast eben gerade auch noch mal geschaut, was die Avalanche Studios vorher noch programmiert haben, abseits der... ganzen Just Cause-Reihe. Okay. Erinnerst du dich da noch dran? Okay, das steuert sich richtig. Also nicht so gut. Ja, die haben natürlich alle Just Cause-Teile gemacht. Dann haben sie aber auch Mad Max gemacht, von dem ich ja ein bisschen enttäuscht war, weil ich liebe eigentlich Mad Max, aber das ist halt eine Sandwelt und die haben sie halt, also logischerweise, und die haben sie halt als Open World gemacht. Ne? Und du kannst dir ja vorstellen, dass da jetzt nicht so viel Abwechslung ist. Okay, in so einer Sand-Open World. Ja, das stimmt. Und, das war so ein bisschen das Problem. Fabian zum Beispiel weiß, ich mag das Spiel, da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Fabian mag alles, was komisch ist und andere Menschen nicht mögen und andersrum. Shit. Das ist ein Ding. Ja, stimmt. Das kann sein. Da hängt das, ich glaube, Mad Max war ja jetzt auch beim PS Plus irgendwann mal drin.
Also konnte man dann kostenlos quasi spielen. Das haben sie gemacht. Dann setzen sie noch an Generation Zero. Das ist so ein... Kommt erst noch. Ja, das kommt erst noch. Das sah aus wie so ein Left 4 Dead, nur mit irgendwie typischen... Mit so typischen Robotern, so Horizon Zero Dawn Robotern. Okay. Roboterviecher. Tierroboter. Ja. Und sie sitzen natürlich noch an Rage 2 zusammen mit id Software. Ach ja. Willst du vielleicht mal weiterspielen und mal gucken? Ja, du musst einmal was fixen. Ich nehme das gerne. Guck mal, da sind schon direkt wenn die Kühe hier. Naja, ich würde sie ja wahrscheinlich nur aus dem Leben reißen. Und ich weiß nicht, ob wir damit anfangen sollten. Ja, vielleicht verlieren wir da ein paar tierliebe Zuschauer. Ja, stimmt. Matzen? Achso, ja. Das mögen vielleicht einige nicht so. Und ich würde sagen, während wir gucken, was dort abgeht, also wir werden ja erstmal hinfahren und gucken, was da für Action abgeht und uns nochmal ein bisschen reinfriemeln in das Spiel, machen wir ein kleines Päuschen und dann sind wir zurück mit Just Cause 4. Wie gesagt, wir zeigen gleich mal weiterhin, welche Möglichkeiten man in dem Spiel hat und dann könnt ihr gern weiterhin im Forum schreiben, was ihr für Ideen habt. Ich sehe hier, da kommt schon einiges, also seid da ein bisschen fleißig und guckt ins Forum bei Let's Play Just Cause 4 mit Denze und Sandro. Da könnt ihr eure Ideen reinhauen, wir werden die in der zweiten Stunde verwirklichen. Bleibt dran, dann geht's weiter mit Just Cause 4. Hallo, da sind wir wieder zurück mit dem verrückten Just Cause Nummer 4. Ja. Und wir starten direkt wieder ins Spiel. Gerne, ich bin... Dennis ist dabei, immer noch... bisschen Action zu machen, bisschen Quatsch zu machen, zu gucken, was man machen kann. Und ich liebe auch diese Spiele, wo du Grenzen auslotest, weißt du? Und genau sowas ist ja Just Cause 4, wo du guckst, ey, was ist alles möglich? Wir werden natürlich noch ein bisschen brauchen, um uns an diese ganzen Eigenschaften zu gewöhnen. Also, es ist halt viel rumprobieren. Ja, auf jeden Fall. Es hat wieder so viele Möglichkeiten. Das habe ich selbst gemerkt, also bei dem Preview-Event, als die Entwickler vor Ort waren, da haben die mir halt Sachen gezeigt. Oder die wollten sie zeigen und haben halt rumgespielt und haben gemerkt, fuck, das funktioniert nicht so richtig. Sondern selbst die haben halt irgendwie so Trial and Error, weißt du? Ja. Die versuchen so, okay, das funktioniert nicht, dann muss ich das ein bisschen weniger machen, weil eben dieses Menü so kompliziert ist. Ja, und weil die Physik einfach teils unberechenbar ist, da klappt nicht alles auf Anhieb so, sondern da müssen dann auch die ganzen Nebenbedingungen stimmen. Und ich nehme jetzt mal einfach hier die B-Line einfach von A nach B. Aber wie schwer das sein muss in der Entwicklung. Weißt du, wenn du so viele Optionen machst, dass das halt nicht kompletter Unfug ist. Also ist es, aber nicht. Na, alles gut hier. Guck mal, wie gut ich unterwegs bin. Ich bin der beste Offroad-Fahrer hier von der ganzen Solis-Insel. Mit einem Rennwagen. Ein Kerner ist das, wie man hinten erkennen kann. Deutsches Fabrikat, ein Kerner. Johannes B. Vielleicht. Oh! Muss ich hier leider runter. Oh, sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Ja, die hatten kurz mal Angst um ihr Leben, glaube ich. Richtig. Zurück auf die Straße. Wir können die Zuschauer mal sehen, wie sich das mit dem Fahrverhalten. Gab es einige Fragen? Haben die Leute sich gefragt, wie das so ist? Ihr seht das hier. Also ich muss sagen, das Motorrad hat sich echt nicht so gut gespielt. Aber das Fahren, also das ist halt wie bei, weiß nicht, Need for Speed oder so. Also arcadig. Ja, recht arcadig. Also die heben schnell ab, die Autos. Wenn man mal so einen kleinen Hubbel... Ihr seht das auch hier. Ich bin fast immer mit irgendeinem Reifen in der Luft. Jetzt gerade geht's wieder. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr als erstes nach der Fahrphysik fragt bei Just Cause, dann würde ich ja erst nach den Explosionen fragen und wie ist das Verhalten in der Luft. Aber okay. Bleib weiter im Wagen hier. Mal sehen, so lange bis der explodiert. Und folge Sandros Wegpunkt. Ey, du siehst ja echt, ne, wie groß diese Welt ist. Ey. Wir fahren jetzt seit Ewigkeiten dahin. Und noch schneller würde es wahrscheinlich nur mit einem Direktflug gehen. Ja, natürlich können wir später noch ganz viele, da können wir an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz reingucken. Wenn ich hier hingehe, wir können uns natürlich später auch Sachen schicken lassen. Und zwar können wir per Flugzeug liefern lassen, können wir uns, auch Flugzeuge können wir uns per Flugzeug liefern lassen. Und was das... Oh, shit. Das ist auch geil. Was das genau ist, sehen wir
hier, das ist die komplette Liste. Das sind die ganzen Waffen, die wir uns, das geht halt unten noch weiter und ihr seht, wir haben da noch nicht allzu viel freigeschaltet. Aber wir könnten jetzt den Hubschrauber holen, ich mach das auch gleich mal. Ja, aber erstmal gehen wir hier nochmal durch. Wir könnten auch die Linienmaschine holen, vielleicht machen wir das auch gleich mal. Ultraleichtflugzeug. Das, ja, ich finde, wir holen uns gleich die Linienmaschine. Ja, los. Warte, ich will hier aber noch einmal, mal gucken, wo der gedroppt wird hier. Ja, da müssen wir nämlich einmal zurück, das muss schon, wir haben genug Platz hier. Ich würde den mitten auf die Straße droppen, für möglichst viel Chaos. Da freuen sich die Leute. Du kannst auch genau einstellen, wo das gedroppt werden soll. Sogar die Richtung und alles, ich zeige es gleich mal. Wo ist es? Wo sind die Flugzeuge? Da sind die Fluggeschäfte und dann ist hier unten das große Passagierflugzeug hinzufügen und jetzt kommt so ein... Ach ja, genau. Super. Ja, und das kannst du tatsächlich denn drehen mit den Schultertasten und dann kannst du sagen, okay... Eine gute Lande- oder Startbahn. Gute wäre, Startposition. Genau, wäre das hier. Bist du damit, würdest du sagen, damit können wir starten hier? Können wir machen. Okay. Ich glaube, bis da hinten kommen wir auf jeden Fall hoch. Das auf jeden Fall. Wow, Alter, Schwede! Wer, das war wieder eine Frau, war klar. So, hier, pass auf. Oh, das geht aber schneller als in der Test. Ah! Alter! Wow! Das war plötzlich da. Das ist halt wirklich ein fucking großes Flugzeug. Ja, ne? Geil, oder? Und dann müssen wir vorne einsteigen. Ja, okay. Ey, das ist vielleicht sogar noch besser. Das war eine sehr gute Idee. Weil wir da gleich mehr von der Welt sehen und nicht mit dem Auto umständlich umherpeitschen. Ja, ne? Sondern da kommen wir schneller voran, wenn wir direkt... Das meine ich ja. Was fragt ihr nach Autos, wenn ihr fliegen könnt? Hier, ab die Post! Wow! Oh, das ist aber 100 Meter. Ja. 50 Meter braucht ihr. Ja, braucht das Flugzeug aufs Stand. Kickstarter geht das. Du kannst auch gieren hier mit... Na, wie ging das nochmal? Ja, mit X nach links und mit B nach rechts. Also dieses auf horizontaler Ebene nach links. Ne, das hier. Und hier sehen wir jetzt mal. Ah, wie viele Meter haben wir schon? Das ist schon ein Kilometer hier. Wunderbar. Da hinten. Bootstand. Achso, das ist natürlich auch so ein Ding. Neben der Story und neben irgendwie den normalen Schusswechseln und Geschicklichkeitspassagen hat man natürlich auch so Stunt-Missionen quasi. Die machen wir gleich, ne? Die machen wir gleich, wo man probieren kann, gewisse verrückte Stunts irgendwie zu erstellen. Da kann man sich auch messen online gegen andere und Highscores. Messern? Nicht messern, messen. Okay. Messern kann man sich vielleicht auch noch. Weiß ich nicht. Ja. Aber eigentlich, das wäre so geil, wenn sie einen Multiplayer-Modus hätten, ne? Das würde doch in so einer Sandbox-Welt total Sinn ergeben. Was wäre doch noch chaotischer? Überall explodiert. Du weißt gar nicht, warum du explodiert bist. Alles das wäre doch fantastisch. Oh, guck mal, da hinten zieht doch irgendwas auf. Ja, es ist kein Zufall, dass ich direkt darauf fliege. Das ist halt ein berühmter Tornado. Ich hoffe, der bleibt da, bis wir angekommen sind. Der wird da bleiben. Und vielleicht kriegen wir, dazu müsste ich ein bisschen mehr in die Richtung fliegen. Ich kriege mir noch einen Wetterwechsel mit. Wie ist die Flugphysik? Ich habe mit dem Check gefragt von Hell 8 Hells. Ja, ähnlich wie bei den Autos. Ne, also... Ist jetzt kein Flugsimulator. Super arkadisch. Ja. Ist ja kein, hast du ja gesehen, wie das Ding gerade... Wie frustriert wäre das aber auch, wenn all das simulationsmäßig wäre. Ich muss ehrlich sagen, bei GTA... fand ich es fast ein bisschen zu schwierig manchmal. Also ich fand es richtig gut, aber anfangs hatte ich meine Probleme, mich von diesem arkadigen Autofahren denn mit Trevor in ein Flugzeug zu setzen und dann auf einmal ist die Landung komplett schwierig oder so. Ja. Da musste ich mich ein bisschen zusammenreißen manchmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was da abgeht. Hier ist das ein bisschen einfacher und wir fliegen jetzt genau durch, okay? Das sind einfach durch, okay. Hier, das klappt bestimmt, Dennis. Levy. Was meinst du, was ist das Klügste? Wollen wir von oben und dann Sturzflug ins Auge? Ja. Okay, Sturzflug ins Auge. Vielleicht von ganz oben. Kannst du hier rüber, so, ne? Hier so drüber. Ja, genau. Meinst du, das geht? Das probieren wir doch. Dazu ist das Spiel da. Dazu sind wir heute da, um Grenzen in Just Cause 4 auszuloten. Und jetzt runter. Du kannst natürlich das auch verpassen, ne? Oder? Warte mal. Ich sink Flug gerade. Hä? Wo ist der Tornado? Bin ich in der Mitte? Wo ist die Mitte? Nein! Nee, du hast ihn verpasst. Warte. Da ist er. Oder? Ich fliege einfach durch jetzt. Muss durch den Monsun. Ey. Wow! Spontane Tragflächenentzündung! Hilfst du noch? Nein. Das ist. Nein. Der Limbo. Ach, guck mal.
Du bist gestorben. Ja, okay, okay. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich hätte ehrlich gesagt was anderes erwartet gerade. Warum musste der jetzt leiden? Der hat sich erschrocken, du. Der wusste echt nicht, dass ich da... Ich häng ihn mal hier hin als... Oh, au! Was hast du denn jetzt? Wow, shit! Weg hier! Weg hier! Am besten mit einem... Das ist so geil. Es gibt ja auch echt Missionen, wo man... Wo man irgendwie mit dem Tornado arbeitet, ne? Ja, irgendwie der zieht uns rein. Den Tornado auf eine... Alter, wie geil! Ja. Zieh dir das rein, Sandro! Das ist mega. Das ist mega geil. Das ist echt geil. Ich kann nicht so richtig steuern. Ich versuche ein bisschen gegenzulenken die ganze Zeit, aber ich komme nicht weg. Alter, wie geil das aussieht! Kommst du mit deinem Wingsuit? Nein, da fliegst du ran, ne? Oh, oh. Wow! Jetzt stirbt er an der Landung, oder was? Nein, ich lebe noch! Ich leb noch! Woo! Fliegwing aktiviert! Wie erfolgreich wäre der YouTube-Kanal, wenn es wirklich jemand geben würde, der das könnte? So macht. Genau, der das so macht. Ja, aber der hätte auch nur eine Folge, der Kanal, ne? Ist klar, oder? Also. Guck, wie geil es aussieht, wie da alles rumfliegt. Ja, das ist mega geil. Ich würde nur vielleicht gerne das aus einer besseren Position beobachten. Das hier ist nämlich die gefährlichste. Aber komm, egal, wir machen so. Woo! Oh, drauf da, ja. Ich bin Enrique Iglesias! Ich fliege durch ein Tornado! Aber geiler ist hier. Be a hero, baby. Yeah. Und jetzt hier Mendo. Alter, wie geil. You can take your breath away. Guck mal, ich habe so zwei Stangen in der Hand jetzt. Geil, Alter, das ist voll stylisch. Ich fall nicht runter, ich bin wirklich durch. Das ist echt, ne? Drei Teile lang haben die alle versucht, Rico Rodriguez zu killen. Aber nicht mal irgendwelche Stürme und Tornados können ihn aufhalten. Siehst du das, wie ich hier die ganze Zeit rumfliege? Also Freunde, ihr seht, Tornados sind gar nicht so schlimm. Tornados sind super. Und wieder rein! Ja. Okay, pass auf, ist genug, oder? Willst du auch nochmal? Ja, nee, aber ich hab grad was entdeckt. Da gab's so irgendwie... So Höhlen oder so. Ja, diese... Sauber. Und weg hier! Du meinst die Dinger, ne? Ja, was kann man da? Das sieht aus wie alte Berg-Hobbit-Höhlen. Oder Hobbit-Höhlen. Nee, die wohnen ja im Auenland und nicht hier auf Solis im Berg. Ja, stimmt. Das müssen Berg-Hobbits sein. Aber da kommt Luft raus, oder was? Da... Ja... Aber da kann man nichts machen, ne? Ich zünde mal mein. Das wäre geil, wenn es Lautsprecher wären. So riesige Lautsprecher, die aus Bergen rauskommen. Alter, das wäre mega wie bei dem Cover von der Pink Floyd-Platte. Weißt du, dass du die ganze Insel hier. Das wäre geil, wenn der. Party auf Solis, ey. Alter, das ist tatsächlich nochmal. Das hat noch keiner gemacht. Ey, Sandro, nicht schlecht. Ist nicht häufig, dass einer eine Idee hat, die noch keiner hatte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand einen Berg umbauen möchte in eine Audiobox. Meinst du, das ist eine Marktlücke? Es wäre wahrscheinlich resonanztechnisch nicht so geil. Naja, wegen Schall und so, ne? Aber vielleicht... Müsstest du ihn komplett aushöhlen und... Aber es ist eine mega geile Idee. Ich frage mal Elon Musk, ob er da Bock hat. Ja, total. Guck mal hier. Also wir haben den Tornado gerade gefunden. Damit haben wir schon mal etwas sehr Schönes euch gezeigt. Genau, und mit dem Tornado, wir wollen natürlich jetzt getanzt. Wir wollen natürlich nicht eine Mission nach der anderen spielen, denn dazu haben wir heute ja nicht so richtig Zeit. Ach quasi. Ja, das sollten wir vielleicht vorher sagen, dass wir heute wirklich nicht die Story durchspielen. Genau, wir werden heute gar nichts, so gut wie gar nichts zeigen von der Story, weil niemand interessiert sich für die Story. Denn das Wichtigste sind halt eben Stunts und die ganzen Action, die ganzen Action-Passagen. Und genau das wollen wir eben machen. Und da kann Sachen passieren, die wir planen, aber auch vor allem Sachen, die wir halt nicht so geplant haben. Und wir können vielleicht noch mal ein bisschen rumspielen mit den Luftballons, weißt du? Davon haben wir ja bisher noch nicht so viel gezeigt. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt eh schon hier drauf bist, kannst du ja diese Luftballons mal auf ihn raufschießen. Auf das Ding? Jo, und dann mit ihm mal ein bisschen rumschweben. Mit dem Riesen? Du kannst, ja, ich glaube, dann brauchst du wahrscheinlich 3 oder 4 von diesen Ballons. Whoa. Ja, das Ding ist, bin leider gerade abgesprungen, weil ich das Ding gesehen habe. Okay, das wird richtig schwer nachher hier von den ganzen Ideen ein paar auszusuchen.
Wir müssen das jetzt kurz aber machen, wo wir gerade hier sind. Was hast du? Wir haben hier, ich zerstör den Shit, heißt die Mission. Ja, machen wir. Und das Ding da, das sind nämlich diese rot-weißen Container. Das ist ja auch ganz gut farbkodiert im Spiel, ne? Alles, was groß Boom macht, erkennst du sofort an der Farbgebung. Und jetzt zeigen wir mal hier eine der größeren Explosionen. Aber es gibt noch größere. Es gibt ja auch wirklich bei YouTube unzählige Just Cause 3 Compilations. Wenn man mal einen witzigen Abend mit Freunden haben will und irgendwie keinen Bock hat, irgendeinen lustigen Film zu schauen, einfach mal Just Cause 3 Compilation eingeben. Okay. Und in Zukunft auch wahrscheinlich Just Cause 4 Compilations. Macht sehr viel Bock. Ohne Scheiß, ich hatte mit ein paar Freunden so 2-3 Stunden einfach den Spaß meines Lebens. Nur von okay. dummen Ideen, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre. Irgendwie was man kann ja wirklich jeden Shit miteinander verbinden. Kleine Explosion. Und jetzt machen wir hier eine große, okay? Hast du das recht schon? Jawohl. Bats! Alter. Das sind gute Effekte. Das ist das Geilste. Ich sag ja schon seit Ewigkeiten, Alter, dass wir bei Videospielen endlich mal so weit kommen müssen, dass wir aufhören, irgendwie über Physik-Engines und so weiter zu reden, sondern wir brauchen endlich eine Fire-Engine. Fire- und Explosion-Engines. Mhm. So dass jedes Spiel nicht mehr nur auf 5 Explosionen zurückgreift, sondern jede verdammte Explosion super logisch und super individuell berechnet wird. Und du jedes Mal, wenn was Boom macht, du denkst, wow! Ja. Und es nie so, dass du zweimal Explosion hast. Nicht diese Michael Bay-Attitude, wo man immer die gleiche Explosion sieht, dieses Feuerwerk. Ja, wo du das jetzt schon den Brandbeschleuniger riechen kannst, wenn du die Explosion nur siehst. Aber wir gehen mal hier. Whoop. Wir sollen noch 2 Dinger kaputt machen, Sandro. Okay. Ich glaube, das war gar nicht das. Tut mir leid, ich hab das falsch kaputt gemacht. Oder? Das da oben sollte ich nämlich kaputt machen. Sorry. Ja, leicht verfehlt, Entschuldigung. Und hier liegen halt auch immer noch die Teile, ne? Das ist halt auch schön, dass die nicht direkt wegspawnen. Und hier ist dein Auto. Wolltest du das mit dem Auto kurz machen? Ja. Da fährt auch noch ein anderer Gabelstapler. Ja, weißt du, was ich auch geil finde? Dass Rico Rodriguez einfach bei Just Cause 3 und auch jetzt 4 machen kann, was er will in dieser Welt und er wird nicht bestraft. Also es gibt da einfach keine Polizei oder so. Ja, Südamerika halt, ne? Ach, da ist das so, okay. Dann sollten wir vielleicht mal nach Südamerika. Ich wollte jetzt eigentlich hier ein bisschen hoch, warte mal, damit ich hier nämlich hoch. Ah, shit, das wollte ich nicht, sorry. Einmal daneben gekreppelt und schon bist du wieder in der Stratosphäre. So. Hier nämlich. Okay, du baust da jetzt Ballons an, ja? Mhm. Dann schaue ich in Chat. Mach das. Nimm den gerne rüber. Ja, oder so. Geht das? Können wir den rüber machen? Ich meine, der braucht doch jetzt auch keinen Strom mehr. Kannst du mir den nicht einfach ganz geben? Ja, Moment. Und gleich boom. Just Cause 2, bester Teil, sagt Speedcore. Ja, wart mal ab, bis du den 4. ausprobierst. Ich finde den auch echt gut. So. Nee, Red Faction ist es nicht. Aber teils erinnert das schon daran. Oh, stimmt. Ne? Red Faction war auch ganz explodiert. Das ist in der Sache, möglichst viel zu explodieren zu lassen. So, reicht es? Nee, 2 reichen auf jeden Fall schon mal nicht. 2 fette reichen nicht so. Oh, nee, ich hab doch gedrückt gehalten. Oh, jetzt. 3 reichen auch nicht, was geht ab? Wie viel muss ich denn hier raufballern, ey? Vielleicht musst du die Handbremse lösen. Das wird sein. Hat man auch HP? Ich schätze, er meint Health Points und nicht Hewlett-Packard. Aber ey, ohne Scheiß, hier gibt's gar nichts. Die hat man jetzt nicht angezeigt. Das ist das typische. Also hast du schon mal ein Videospiel in den letzten 10 Jahren gespielt? So ist das auch hier. Also, ne, man wird getroffen und noch mehr getroffen und irgendwann wird der Bildschirm rot. Mann. Und wenn man dann noch weiter getroffen ist, ist man tot und wenn nicht, regeneriert man wieder. Ja, das klappt nicht so wie ich. Vorne noch welche, sagt Baum Inventions. Aber ich glaube, so viel Physik ist da nicht drin. Naja doch, also dieses, man muss schon auf welcher Seite, du kannst ja auch dich vorwärts bewegen quasi, indem du auf der richtigen Seite bist. Ja, stimmt. Also ich glaube schon, dass man hier vielleicht noch ein paar hin tun muss. Ich sage, du musst erst die Handbremse lösen. Das aber warum macht dann das jetzt? Achso. Jetzt hast du die Rakete aktiviert. Ja, aber drückst wieder nach unten. Hm. Naja, aber warte mal. Guck mal, ich halte jetzt gedrückt. Genau. Und das los. Das ist nicht das, was ich vorhab. Warum klappt das nicht mehr so wie vorher? Achso, weil ich jetzt auf B bin. Okay, das war dumm. Ja, man muss sich jetzt dran gewöhnen.
Aber das ist ganz gut. Da hat man schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Versenk mal ein Schiff. Ja, das machen wir später auch noch. Ja, ich versuche erstmal hier ganz viele... Ich will einmal fliegen mit irgendeinem... Hätte ich schon wieder beschossen oder was? Die Schweine. Wenn ich jetzt davon fliegen könnte, Mann, wäre das toll. Das wäre wirklich sehr gut. Du, ich habe irgendwie das Gefühl, schau doch mal, ob man diesen Wagen überhaupt fahren kann. Oder ob der nur ein Asset ist, das da fest in der Welt verbaut ist. Weißt du? Ich kann ihn nicht einsteigen mehr. Nee, du musst doch auf die Fahrerseite, Sandro. Ja, das macht er doch automatisch. Hier, da hoch. Jawohl. Und jetzt? Kann man da einsteigen? Nicht so aus, warte mal. Oh doch. Also wenn ich jetzt... Ja doch. Aber ich kann die nicht noch stärker machen. Das ist ja eigentlich... Wir haben die ja auf volle Pulle gemacht. Warte mal. Vielleicht muss ja kurz schweben. Um dann loszufliegen. Ich wundere mich auch gerade, weil ich habe auch schon schwerere Dinge mit drei Luftballons in die Luft befördert. Ich glaube nicht, dass es am Gewicht liegt. Okay. Aber ansonsten würde ich sagen, mach einfach was anderes. Wie viele Fahrzeuge gibt es denn circa in dem Game? Ist eine gute Frage von Micha. Wir waren eben einmal kurz in dem Menü, wo man, ich meine, da kannst du ja auch hingehen, um dir ein neues Flugzeug zu holen, wo du hin willst. Was hast du denn hier bei C eigentlich alles zusammengebastelt? Bei C haben wir alles reingeknallt vorhin. Okay. Das heißt, der explodiert wahrscheinlich. Ja, der explodiert, kommt Luftballons und macht Schub. Oh, warte mal. Oh, pass auf, das Ding fährt rückwärts. Aber warte mal, das könnte klappen, wenn ich die beiden Dinger oben ran mache und die explodieren dann anscheinend doch nicht. Kann ich aber auch nicht. Ja, doch. Er muss dann auch. Ja. Okay, wir sollten die vielleicht neu zusammenbasteln hier. Von Dizzy Troja kommt ein ganz guter Vorschlag. Wenn du mal einen Abgrund mit dem Teil runterfahren würdest, wäre das vielleicht mal ganz lustig. Das stimmt. Ja, mit den Luftballons. Ach so, ja gut. Kann man in die Reifen schießen? Weißt du, was dumm war? Ja? Wir haben Luftheber gar nicht angestellt. Ehrlich, wird es gar nicht in die Luft gehoben. Ja, genau. Das war einfach nur ein ganz normaler Luftballon. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Vermutlich nicht. Ich versuch's mal jetzt nochmal kurz. Kannst du einmal noch bitte ganz kurz versuchen, einmal die Reifen kaputt zu schießen von diesem großen Ding? Das wird nicht gehen, oder? Aber das war eine Frage gerade, die... Nope. Nee. Das probieren wir später nochmal bei kleinen Autos. 600 Tonnen Gewicht, sagt Marv Marvelous. Er ist anscheinend Experte für... Wie heißen die Dinger eigentlich? Dieses Ding hier? Wie nennt man das? Sind das Hinterlader? Ich weiß nicht. Ich versuche gerade nochmal... Ich bin in der Welt der Bautechnik nicht so... Weißt du, was sein kann, dass ich nach unten drücke, aber... Oder? Ja, ich glaube, du drückst nach unten. Warte, wenn ich die nämlich von hier an... Genau, dann fliegt er weg. Ja. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Du fängst an zu wackeln. Das war natürlich nicht so geil. Ich mach den nochmal kaputt. Geht. Kipplaster, Muldenkipper... Hinterlader, Muldenkipper sagen viele, danke dafür. Der Controller auch die ganze Zeit. Ein Muldenkipper. Vibriert, ey, was geht ab? Würde ich gerne mal fahren, so ein Riesending. Okay, an der Seite ist nicht so clever. Ich gebe hier keine Ruhe, es tut mir leid, aber... Nö, ich gebe dir aber Ruhe, lass dir Zeit, Junge. Okay. Da die geilen Raketen, jetzt machst du wieder die falsche Seite, ne? Wolltest du hier unten ran machen. Ja, sorry. Nicht gedacht. Guck mal, von hier nochmal, von der Seite. Ja, zack. Eine Motorschubkarre, kann man es auch nennen. Bewegt er sich wieder? Der soll aber in die Luft! Verdammte Axt. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Controller rastet völlig aus. Ich höre das schon, der wackelt wie Sau. Spätestens jetzt würde ich aufgeben und würde mir was anderes suchen. Ja, okay. Aber du scheinst ein bisschen mehr... Ja, ich will ja nicht euch hier auf den Boden spannen. Ja, viele haben sie wirklich vergessen, den Laster da jetzt auch physikalisch mit reinzuballern und wir hängen uns da jetzt an den Laster auf. Das kann natürlich auch sein. So. Ich spawn mir mal kurz irgendein Shit hierher. Das war auch. Nee. Hier, ne? Nachschub. Übrigens hat Boomkracher seit 10 Minuten keine Explosion gesehen. Das ist und gelogen. Das kann ja wohl nicht sein. Wieder so ein großes? Na, sieh. Wobei, warte mal, was gibt's denn noch? Hier gab's doch noch den Hubi. Den Hubschrauber, ja. Die schaltet man dann natürlich frei, indem man diese einzelnen Gebiete befreit. Guck mal, dein Laster da hinten. Ist umgefallen. Ja, er hängt aber halb in der Luft. Wie hast du den gespawnt? Muss ich jetzt noch hier... Du warst schon ganz richtig. Muss wieder zurück ins Menü.
Genau. Achso, anfordern, ne? Genau, mit Epsilon. Ja, natürlich. So, jetzt. Ja, komm, hier, zack. Das haben sie auch beschleunigt. In der Version, die ich gespielt hatte, hat das noch irgendwie 5 Minuten gedauert, bis das Flugzeug kam und dann... Hier geht das alles viel schneller. Zack, ist schon die Ladung da. Ja, noch nicht. Ja, jetzt. Das kannst auch Leute mit platt machen, ne? Wenn du denen genau was auf den Kopf orderst. Ja. Kannst alles super, alles drin. Alles am Schlüssel. Boah, das ist so ein schöner Freizeithubschrauber. Ich glaube, so einen würde ich mir auch holen, wenn ich mir einen Hubschrauber holen würde. Das ist so der nächste Live-Step. Der nächste große... Ja, fahrzeugtechnisch, was würde man denn für Alternativen haben? So? Also Privatjet ist ja jetzt für Kurzstrecke wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber so ein Hubschrauber, finde ich, ist für so alle Strecken über 2 Kilometer schon vertretbar, oder? Ja. So, morgens zur Arbeit und Hubschrauber, ich meine, unser Dach ist komplett ungenutzt. Wollte ich gerade sagen, Alter, auf dem Dach ist eigentlich genug Platz. Generell verstehe ich das bei, ich meine, wir haben auch eh so Urbanisierungsprobleme irgendwie hier, wir brauchen mehr Platz und hier und das. Wieso bauen wir nicht überall noch ein... Stockwerke drauf und Hubschrauberlandeplätze, ne? Das ist super. Ja. Ballons am Heli würde gern Magratianer haben. Oh, jetzt komme ich natürlich nicht mehr weg hier. Jens Lehmann hat einen Hubschrauber. Tornado. Okay. Oh oh. Warte. Ah! Ich kämpfe mit dem Tornado. Jetzt bin ich gleich weg, oder? Das sieht gut aus. Das reicht doch, jawohl. Das sieht schick aus. Guck mal hier, die Stadt, da kann man auch bestimmt auch einiges irgendwie explodieren lassen. Das ist ein Stadion in der Mitte. Ja, tatsächlich. Aber, wo du das gerade sagst, ich glaube nicht. Also, so diese ganzen Gebäude oder so sind jetzt nicht zerstörbar. Na, da kannst du jetzt nicht mit deinen... Die sind ja auch nicht roh. Oh, ah. Oh, guck mal. Da hast du deine Explosion. Hier, wer wollte es haben? Shit, das war dumm. Willst du wieder? Das macht nichts. Können wir gerne. Der Tornado ist super, ja. Okay, warte, Du Unfallopfer. Lass uns noch ein bisschen rumspielen mit den, Upgrade-Möglichkeiten. Hui. Warte, lass mich kurz... Hier stimmt auch was von den Proportionen nicht so richtig. Das Tor ist ein bisschen klein, ne? Alter Schede, was ist das für ein lustiges Tor? Nee, wobei, guck mal, im Vergleich zu Rico Rodriguez? Nee, das ist viel zu klein. Naja, guck mal, so ein Tor ist 7 Meter breit. Geh doch mal ein paar Schritte. Naja, come on. Siehst doch das Verhältnis. Das ist hier, das ist wie 21 zu 9 zu 4 zu 3. Das Tor ist dreimal so breit, wie es hoch ist. Was ist ein Tor für ein Verhältnis? Ist das ein 60 zu 9? Ne, weiß nicht, aber es ist 7 Meter breit und, warte mal, ich bin 1,9. Kannst du es nicht kurz ausrechnen mit dem Chat? Was für ein Seitenverhältnis hat ein Tor? Fußballtor. Chat, vielleicht wisst ihr das ja. Könnt ihr das mal bitte... Also ich sag mal so 7 Meter breit und 2 Meter hoch, so etwas über 2 Meter. Ich bin 1,90, dann ist es 2 Meter 20. Hm. Ja, so sieht die City aus. Ich würde einmal da landen. Warte, upp. Das war auch eine schöne Animation. Nichts passiert. In den Kopf verging. 7,32 Meter mal 2,44. Ui, dann ist das ja sehr 3 zu 1, oder was? Ja. Quasi. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das... Da habe ich aber auch noch nie Gedanken drüber gemacht. 1 zu 3, ja. Also, 1 zu 1. Laut FIFA 1 zu 3. Und die FIFA lügt nie. Alter Schwede, zieh dir den DJ rein. Und die Crowd. Da hinten ist sie. Da ist die Crowd. Ich glaube, das ist einfach nur Soundcheck. Weil nachts geht hier die Party ab. So, ich connecte jetzt die Crowd mit dem DJ. Und jetzt zieh die mal auf mit den ja genau, jawohl. So, und ich drück nach oben. Und dann müsste das Ding explodieren. Ah, jetzt sind sie im Horizont. Oh, guck mal! Ey, die nächste! Da ist Madame Décolleté! Wie möchtest du mit diesem lustigen Scheinwerfer hier ins Orbit? Die Mucke passt so gut dazu. Ich kann nicht anders gerade. Das ist die Scheißmachmucke. So, ich habe den aufgelöst. Jetzt kommt sie wieder runter. Wenn jetzt einer warten würde, das wäre ein lustiges Spiel, weißt du? Und ein Multiplayer. Einer müsste die jetzt auffangen mit so einem übergroßen Lacrosse-Schläger. Mhm.
fantastisch. Pass auf, es geht bestimmt noch besser hier. Ja. Wir sind ganz oben. Hier ist dann nichts mehr. What? Oh, shit, fuck. Das ist aber ein ziemlich schneller Wetterwechsel. Aber das gucken wir uns an. Das Ding hier? Ja. Also das wäre dann natürlich für Just Cause 5 nochmal ganz interessant, wenn die Physik sich auch auf jetzt die Gebäude erstrecken würde. Das wäre heftig, ne? Also da könnte ich den ganzen Tag zugucken. Aber warum nicht? Ich meine, das ist ja eine Engine, die sie wahrscheinlich sogar seit Just Cause 1 auf jeden Fall schon länger nutzen und immer wieder ausarbeiten. Das ist ja dann, wenn die ihre hauseigene Engine haben, so ist es ja der Fall bei Just Cause 4, dann können die da ja selbst dran schrauben, so wie das auch irgendwie GTA und so weiter, also Rockstar Games machen. Sobald eine Engine hauseigen ist, kannst du die ja so umstellen, dass es irgendwann klappt. Aber wahrscheinlich wäre das technisch eher so Next-Gen-Stuff, weißt du? Weil wir spielen zwar jetzt auf dem PC, aber die müssen ja auch darauf achten, dass es alles auf PS4 und Xbox One noch irgendwie möglich ist. Ja, ich glaube, es ist immer das Problem, wenn du eine Open World hast, bleiben dir am Ende immer wenig Ressourcen für solche physikalischen Sachen. Das hast du ja bei so gut wie keinem Open World-Spiel, dass da denn diese ganze Welt auch selbst... Guck mal hier. Stimmt, oh, das... Gänse. Wie bei Küche der Löwen hier. Da gibt's doch den Shot in den Trailer. Sorry, Javi. Ich hab, muss ich zugeben, nie König der Löwen geguckt. Was ist los mit euch, Alter? Andi Badé auch nicht, hat er mir letztens erzählt. Wie kann man denn König der Löwen nicht gesehen haben? Ja, ich weiß nicht. Aber der kam auch nach Ariel erst und sowas. Und schon bei Ariel dachte ich, ah, das ist nur was für Mädchen, da singen die doch nur. Ja, bei König der Löwen dachtest du, das ist nur für Tiere oder was? Nee, da habe ich schon Terminator dann geguckt, als König der Löwen rauskam. Und so. Also fehlt da einfach nur ein bisschen Blut. Ja, mein Interesse shiftete dann zu Mädchen und Terminatoren, sagen wir so, in dem Alter. Ja, und pass mal auf, stop. Du kriegst da aber die ein oder andere Frau rum in Küche der Löwen, du. Ja, wenn, ihr, wenn sie weint in deinen Armen liegt. Okay. Weil der Film so traurig ist. Oh. Hopp. Sag mal hinten rein. Lass uns vielleicht mit dem Dings. Okay, du kannst nichts sehen, aber hey, egal. Kannst du eigentlich auch die Kamera umstellen? Du kannst nur... Uop! Nee, das kannst du... du kannst nur ein bisschen die... Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Das ist eine geile Ansicht. Genau, das. Aber durch die Motorhaube. Durch die Motorhaube durch. Genau, du kannst das, die ich gerade gezeigt habe, ne? Also Cockpit-Ansicht, dann nochmal die Ansicht und dann hast du drei verschiedene... Eins, zwei... Ah nee, nur zwei. Aber es gibt keine Cinematic... Kamera, falls du weißt, was ich meine, wo du einen Knopf gedrückt hältst und er selber eine cineastische Kameraperspektive wählt oder so, wie das bei vielen anderen Open World Spielen. Ja. Das gibt's leider nicht. Wo fährst du eigentlich gerade hin? Dem türkisen Pfeil nach. Ja, weißt du, was da angewählt ist? Da ist Vanderwalds Übernahme. Achso, das ist die Mission, die wir haben. Ah, das ist doch eine Ramp hier, oder? Oh, Alter, geiler Superflip und weiter! Wie geil du gelandet bist doch! Nice, oder? Leider keine Punkte gekriegt. Alter! Okay, wollen wir so langsam anfangen zu versuchen, die Ideen umzusetzen, weil ich sehe schon, wie die uns die Zeit voranläuft. Können wir gerne. Wir haben gerade mal noch eine Stunde 15 Minuten, ey. Ja, nee, machen wir gerne. Für Just Cause 4 Verhältnisse ist es nicht viel. Pass auf, ich lese mal ein paar vor, ja. Ich habe ja gesagt, liebe Leute, wie gesagt, im Forum könnt ihr uns Ideen schicken, was wir für Stunts in dem Spiel machen, denn da ist ja einiges möglich. Oder einfach nur auch Action. So. Also ne, Hauptsache irgendwie, es muss geil aussehen, es muss machbar sein und dann habt ihr halt die Chance für zwei Just Cause 4 Pakete. Und zwar, Duffkind schreibt mit einem Panzer in eine feindliche Basis fliegen. Ist schon mal nicht schlecht, aber ich würde mal ein paar weitere noch vorlesen, dann können wir uns einen vorlesen. Vielleicht eins, wo wir nicht erst eine halbe Stunde den Panzer suchen müssen oder so, weißt du? Weil wir können auch keinen Panzer droppen, ne? Wow! Nee, das können wir leider noch nicht, ne. Pat86 verbindet viele Zivilisten mit einem Flugzeug, fliegt damit einen Looping unter einer Brücke durch und als i-Tüpfelchen in den Sturm. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Merken wir uns schon mal. Ich lese ein paar vorher. Ja. Prinz Oleg schreibt, wenn es Kühe im Spiel gibt. Oh, jetzt ja, ist es ein bisschen schwierig. Eins davon mit einem Flugzeug in den Tornado schmeißen. Bonuspunkt für zwei Kühe. eine von den mit einem Flugzeug in den... Ah, okay. Ja, würde gehen. Würde gehen. Dann die Esco 91 aus der Luft mit dem Wing... Mit dem Wind... mit der Windgun. Stimmt! Fuck, hab ich gar nicht dran gedacht. Die Windgun, kennst du die? Nee. Die müssten wir ja auch schon haben. Das ist so eine Waffe, mit der kannst du dich quasi in der Luft fortbewegen. Also die bläst halt Wind aus oder ein... Ein Föhn nennt man das.
Oder ein Laubbläser. Sorry, ich bin nicht Thaddeus. Ich kenne sowas nicht. Und dann kannst du in der Luft dich quasi auch sofort bewegen. Das heißt, du cool. hast halt den Fallschirm. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch beim Preview-Event. Dann kannst du halt schießen und dann kannst du dich eben sofort bewegen. Den müssten wir eigentlich schon haben. Kannst du mal gucken? Ich? Ja, sobald mal die Explosion hier... Gut, wo waren wir? Hier, aus der Luft mit der Windgun Objekte in ein bestimmtes Tor schießen. Oh, wir können... Das ist gut! Das ist sehr gut. Wir haben ja das Fußballfeld. Kann man, ja, da kann man eine Challenge draus machen. Das ist eine richtig gute Idee. Oh, das ist richtig gut. Wenn wir das noch zu zweit machen können, das wäre natürlich optimal. Wenn wir gegeneinander Kühe schießen. Ja. Kühe ins Tor schießen spielen können. Hier, guck mal, hier haben wir sogar ein ganz großes Stadion. Es ist hier nämlich Distrito Capital, das ist die Hauptstadt. Und hier wird wahrscheinlich denn der größte Verein spielen. Das ist große El Clasico wahrscheinlich. Der große, El Clasico Grande oder wie das heißt, was jetzt tausendmal verschoben wurde. Hast du mitbekommen? Nein, das wird jetzt ausgetragen, nicht mehr in Südamerika. Na hier, welchen Klassiker meinst du denn jetzt? Den südamerikanischen, den großen. Buenos Aires ist es, glaube ich, gegen... Oh nee, fuck, ich bin so dumm. Vielleicht weiß es der Chat. Das richtige Klassiker, also das südamerikanische. Nicht Real Madrid gegen Barca, sondern noch größeres, wo es immer richtig rund geht im Stadion. Das wird jetzt nachgeholt und zwar... Ich glaube sogar in Spanien oder so, auf jeden Fall nicht in Südamerika, weil die Fans so ausgerastet sind. Ach so. Und die ganze Stadt im Ausnahmezustand war, ja. dass die halt einfach das Spiel nicht stattfinden lassen konnten. Okay. Ich habe Bilder gesehen von Spielern, die irgendwie verwundet waren und so. Ah, okay. Und die haben halt im Bus haben die halt Pfefferspray reingesprüht und so. Es ist einfach River Plate. Habe ich gar nicht natürlich mitgekriegt. River Plate gegen Boca Juniors. Das war ich. Dankeschön, okay. Chat. Okay. Ich bin sehr dumm, krass. Dass mir das nicht eingefallen ist. Super Klassiko. Super Klassiko. Super Klassiko. Vielleicht findet das zukünftig in Solis statt, in Just Cause. So, dann haben wir noch, Prinz Oleg hatten wir schon, Esko 91 hatten wir schon. Anske schreibt, mehrere Ballons an einen Silo oder großen Tank anheften. Zusätzlich noch ein paar Antriebdüsen dran befestigen und eine Runde durch ein Gewitter oder eine Tornado surfen. Ja gut, das haben wir ja mehr oder weniger schon gemacht, ohne diesen Anfangskram. Welcome back to Mina Vendebal. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten erstmal eins von denen ab. Dennis, was fandst du gut? Mit einem Panzer in eine feindliche Basis fliegen, fliegt schon mal raus. Dass wir Zivilisten mit dem Flugzeug verbinden. Ich bin ja gerade auf dem Weg schon zu einem Tor eigentlich. Achso, also das also mit dem Tor. Ich muss da ja jetzt nicht weiter hin oder so, aber das fand ich immer noch, das mit dem Tor fand ich ganz lustig. Weil da können wir beide mal probieren. Ja. Okay, da müssen wir natürlich gucken, wie wir das alles einstellen, ne? Das ist ja... wo waren das? And then I walk right into the open door. Once inside, we'll find the console that gives easy total control of the facility. So, dann sind wir schneller bei. Nein, 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 bleib hier! Bleib hier! Nein! Nein! Mein Hubschrauber rutscht den Berg runter, Sandro! Oh nein! Was hast du getan? Mein Hubschrauber! Bleib! Kannst du vielleicht entgegenwirken mit irgendwelchen Tornados? Nicht Tornados, hier, Antrieben. Theoretisch schon, aber jetzt, ich habe Angst, dass ich ihn in die Luft... Jawohl! Schnell einsteigen! Ah! Bevor er umkippt! Ah, Dennis! Nein, ah, das ist doch so! Oh, jetzt ist er... Jetzt ist er stehen geblieben, Gott sei Dank. Aber kannst du da überhaupt starten? Da, wo der... Natürlich, perfekt gelandet! Okay, ich dachte, weil der Baum dort steht. Ach, scheiß auf Bäume. Sauber. Mega gut. Ist auch ein sehr schicker Hubschrauber. Nee, deiner war schicker eigentlich gerade. So. Kennst du? Der ist weiß. Nee, der ist hässlich. Aus der Luft mit der Windgun Objekte in ein bestimmtes Tor schießen. Der weiß nicht, ob wir die Windgun schon haben. So. Das wäre natürlich geil. Guck mal nach. Vielleicht im dort, wo du auch die irgendwelche Sachen spawnen kannst, kannst du doch wahrscheinlich auch deine Waffen dir anschauen. Mach ich gleich. Aber lass uns jetzt einmal ganz kurz am Ziel ankommen. Ich glaube, sonst... weil dann sind wir in der Stadt. Ich glaube, Stadt ist ein sehr guter Austragungsort. Da haben wir nämlich alle möglichen Gegenstände auch. You know? Weißt du, was wir auch machen können? Das ist eine Idee aus dem Chat. Jetzt Leute am Router festmachen. Oh ja, lass uns das machen. Und dann starten. Ja. Und zwar ganz viele. Fuck, da muss ich mir merken, wie er hieß. Falls das eine der besten Ideen ist, die umsetzbar ist. Eigentlich hieß es ja ins Forum, aber Chat, ich merke mir den Namen. Laut Aaron. Ich kann den Namen nicht. Neighbor. Nicht vorlesen. Laut our neighbor. Okay. So, ich schaue noch einmal ganz kurz auf die Karte. Wir sind auf dem Weg in die Hauptstadt. Die ist da vorne, die ist zu erkennen. Und dann haben wir einen Hubschrauber. Dann haben wir eine Stadt mit ganz vielen Gebäuden.
die uns eigentlich nichts helfen, aber Fahrzeuge. Ja, und Leute. Einwohner, genau. Da gibt es nämlich ein Kettenkarussell quasi. Ist das die City? Das war doch irgendwo am Strand mit dem Kettenkarussell. Ich weiß nicht, da wo auch die Schiffsschaukel war. Ja. So dieser kleine Vergnügungspark. Oh, das ist natürlich, wenn man nicht die ganze Zeit den Chat verfolgt, jetzt schreibt jemand, das war meine Idee, ihr Lügner. Dann kann es natürlich sein, dass diese Ideen geklaut werden. Ja, bleibt dabei, Forum. Ja, lieber im Forum. Da ist es, das Stadion. Schön. Dann nehmen wir den Hubschrauber direkt mit. Unsere Tricks sollten auch auf Anhieb funktionieren. Wenn wir den Hubschrauber aus Versehen in die Luft sprengen dabei, müssen wir teilweise ein paar Minuten warten, bis der Hubschrauber-Spawn wieder seinen Cooldown abgekühlt hat. Oh, was natürlich auch super gut ist, aber dazu müssen wir natürlich erstmal einen Panzer finden. Barco97 schreibt, ein Panzer mit mehreren Ballons hochheben und aus der Luft die Gegner abschießen. Ja, ja. Natürlich auch mega. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Hat nicht lange gehalten. Ich habe mich irgendwie selbst in die Luft gesprengt. Frag mich nicht wie. Aber das passiert einfach plötzlich. Ja, das passiert denn. Das gehört immer. Es gibt immer bei allem, was du tust in Just Corns, die einprozentige Selbstexplosionschance. Allein deswegen will ich einen Multiplayer-Modus, wo einfach komplettes Chaos ist. Ach, das ist ja geil. Aber ganz schön langer Rasen, du. Da ist aber der Platz halt nicht besonders. Oh, ja, das ist echt alt. Da kann kein Superklassiko stattfinden. Nee, nicht. Aber nicht wirklich aufgrund der Fans, sondern aufgrund des Platzhalters. So, was ich gerne einmal testen würde, ist, sind die überhaupt. Haben die überhaupt eine Hitbox? Die, you know? Ja, oh, haben sie. Sie haben eine Hitbox. Wunderbar. Und dann, wenn ich das jetzt. Nee, das würde überhaupt nichts bringen. Oh! Oh, okay, da dreht aber geil. Das ist ja so gut. Ja, es war hier nur die Anschub. Das hier ist die letzte Phase da. Und da über den hinaus. Es ist Horizont. So, man macht doch einfach irgendwas und dann mal gucken, ach, was dann passiert. Okay. Überprüf noch einmal unsere Presets für den Grappling-Hook. Ja, weißt du, was hier das Problem ist? Hier steht kein Tor rum. Ach doch, da. Aber jetzt können wir ja nichts da reinfeuern. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt. Wir wollen ja eigentlich irgendein Tor schießen, aber wir bräuchten dazu. Wo sind denn die Zuschauer? Kann ich hier irgendwas spawnen oder so? Außer Fahrzeugen, schwierig. Frag nochmal Fortuna, vielleicht die andere Sachen, weil er ist ja gerade auf Cooldown. Aber neben Fahrzeugen und ist das, also das mit dem Stadion, wir waren ja vorhin bei einem anderen Tor. Was ist denn mit ihm hier? Da war mehr los. Das ist dieses kleine Ultraleichtflugzeug. Haben wir doch schon mal. Ist das das, was die Flügel zusammenklappen kann? Das werden wir gleich sehen. Da wird's sehr schnell. Dieses Flugzeug ist sehr, sehr schnell. Ja, das kreist permanent um dich rum. Ja. Also. Immer auf Abruf bereit. Oh, fast umgefallen. Achso, das dieses Ding ist. Das ist ja süß. Ja. So, ja, ich sollte mal schauen, wie das jetzt eingestellt ist hier. Genau, das müssen wir jetzt als erstes einmal machen. Das müssen wir auch erstmal raffen. So, man muss wirklich Step by Step vorgehen. Also. Was ist der Plan? Wollten wir jetzt Leute an die Rotorblätter hängen? Nee, du bist ja jetzt ins Stadion geflogen. Ja, aber das sind ja keine Leute. Das ist schon blöd, aber ich wollte jetzt einfach mal ein Tor schießen mit irgendeinem Gegenstand. Okay, ja, ja. So, das wäre schon mal am besten ein Auto oder so, ne? Oder irgendwas. Ja, oder dieses kleine Ding, was wir jetzt da gespawnt haben. Ja, okay. Also, weiß ich nicht, reicht das? Warte mal. Das verkantet bestimmt. Das passt ja nicht mal ins Tor, ist ja viel zu groß. Ja, stimmt, scheiße. Dann geht. Was liegt denn da rum? Können wir das nehmen? Oh, das geht doch auch. Ja. Einfach nur irgendein Stück. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das richtig eingestellt ist. Warte, lass mich genau gucken. Luftheber hoch. Der ist hoch. Oder. Was heißt denn eigentlich automatisch? Also. Im Endeffekt entscheide doch sowieso ich. Ja, also ich glaube, das ist so gemeint, dass die erste Reihe immer eintritt. Aber du hast ja auf dem Digipad noch die Möglichkeit, kurz zu drücken oder lang zu drücken, nachdem du es aktiviert hast. Ah ja. Haben wir, ganz kurz, haben wir das schon gezeigt? Ja. Das ist nicht so richtig. Zu jedem Upgrade gibt es quasi nochmal Unterkategorien. Ja, ja. Wo du entscheiden kannst, was wir ganz am Anfang erwähnt haben: die Panzerung, also ob du zum Beispiel diese Ballons explodieren lassen kannst. Hier sieht man es auch in der Vorschau oder nicht. Dann, ob es schwebt oder ob es selbstständig irgendwie noch höher geht. Mhm.
Maximale Flughöhe kannst du entscheiden, ob irgendwie das bei 10 Metern aufhört oder bei 30 Metern oder wie auch immer. Oder unlimitiert. Zum Glück wird das hier ja auch angezeigt. Ja. Effekt bei maximaler Flughöhe, soll es explodieren, soll es einfach nur weiterschweben, was soll es tun? Und Gas, ob es Heliumfüllung ist oder, warte mal, ich kann mal raufgehen. Oder was gibt's denn noch? Wasserstofffüllung würde bedeuten. Helium ist leichter als Luft, Wasserstoff. Ach, schwerer. Vielleicht, pass auf, vielleicht hat es vorhin deswegen nicht geklappt, weil Helium irgendwie nicht stark genug ist oder so. Also da, ich wollte doch dieses eine Gefährt da irgendwie anheben. Vielleicht hat es nicht gereicht. Warte mal, ist... Na egal, genau, das sind diese fünf Eigenschaften, die es nochmal ganz besonders gibt. Wasserstoff nicht schwerer als Luft, würde das nicht... Ja, aber vielleicht... in der Schule immer so, dass wenn du den Wasserstoff drin hast, musst du nicht... Das bleibt in dem Gefäß drin. War das Wasserstoff? Kannst du nicht sagen, Mann. Ich war in Chemie und Physik und den ganzen Bums. Warst du auch nie da? Nicht so gut. Ich war schon da, aber nicht, also geistig, nee. Okay. Naja, der Chat weiß es bestimmt. Der Chat weiß es bestimmt. Wir haben jetzt bisher noch nicht eine richtige Idee umgesetzt. Das werden wir nach der Werbung machen. Denn wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Gucken mal, Wasserstoff explodiert, Helium nicht, sagt Flohwahn. Ja, das ist klar, aber die Frage war ja, was schwerer ist, ne? Wasserstoff ist halb so schwer wie Helium, sagt Superduper. Also leichter? Wasserstoff ist leichter als Helium, okay. Ja. Naja, seht nach der Werbung weiterhin wie Experten, Physikexperten. Ich lese das jetzt einmal nach, ich glaube das nicht. Ich meine, dass ich damals, naja. In Just Cause 4 weiterhin ein bisschen Action machen und dann werden wir die ganzen Ideen versuchen umzusetzen. Wir haben ja auch nur noch eine Stunde Zeit etwa, damit wir auch zwei Gewinner küren können. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und dann geht's weiter mit Action in Just Cause 4. Bis gleich. Weiter geht's. Ich hab's kurz nachgeschlagen. Selbstverständlich ist Wasserstoff leichter. Ich hab das mit irgendwas verwechselt. Ich glaube einfach andersrum. Helium war, glaube ich, so schwer. Das war doch auch das, wo du die lustige Stimme von kriegst, ne? Ja. Genau, ja. Das was wäre. Haben wir heute leider nicht da. Das stimmt. Dafür haben wir aber das volle Repertoire von Enrique Iglesias, seinem Grappling-Hook. Und Sandro stellt da gerade noch ein bisschen ein, denn um eure Wünsche umzusetzen, müssen wir ein paar Vorkehrungen treffen. Vorkehrungen der Grappling-Hook'schen Natur. Und Sandro tut das gerade. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Er stellt sich gerade die Konfiguration ganz genau ein, um gleich Leute... Lass kurz das mal austesten. Was haben wir nochmal vor? Da gucken wir gleich nochmal rein. Einfallplan, ja. Ne? Hoch. Oh ja, das funktioniert schon mal ganz gut. Hängt noch unten fest. Und zieht sich jetzt wieder zusammen. Dann löst sich das. Wow. Okay. Das war unglaublich. Nein, im Stadion, normalerweise hatten wir ja vor, hier Gegenstände ins Tor fliegen zu lassen. Ja. Aber ich befürchte, dass wir das nicht so richtig hinkriegen, weil so richtig geil kannst du es halt nicht steuern. Also du kannst ja nicht genau steuern, wo der langfliegt. Nee, aber wenn du jetzt ein Auto spawnst, direkt vor dem Tor, das können wir ja wenigstens das haben wir schon mal eins geschafft. Aber wir haben... Spawn mal an der Mittellinie ein Auto, dass du genau gerade auf das Tor ausrichtest. Und wenn du dann das in einem 90-Grad-Winkel ausgerichtet hast, also besser als ein Auto, glaube ich. Weil das rollt dann noch. So ein Hubschrauber würde da hin und her bouncen. Mhm. Wir sind hier, warte mal. Kannst du mit den L-Tasten... Jetzt von den Waffen zu den Autos wechseln, genau. Nehmen wir das? Ja, du kannst auch noch runtergehen, dann haben wir vielleicht noch ein paar andere. Ah, nee, schade. Leider nicht. Okay, Abruf anfordern. Einfach mal hier so hin, nicht zu weit weg. Ja, du kannst das Auto natürlich noch umfahren, also das ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde, es sollte schon Mittellinie sein, damit es spannend ist. Ja, Elfmeter. Elfmeter? Alter, du siehst doch gerade, Elfmeter ist wahrscheinlich genauso weit weg, wie es breit ist bei diesem Tor. Guck dir das mal an, wo der 5-Meter-Raum, der ist genau, das ist der größte 5-Meter-Raum der Welt. Da weiß ich nicht, guck mal, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-Meter-Raum. Ja, aber guck mal, wie viel ist es vom Ende des 5-Meter-Raums noch zum Ende des 16-Meter-Raums? Das ist noch 1 Meter. Ja, irgendwie, vielleicht haben die andere Regeln hier in dieses Solis. Ja, vielleicht ist es ja gar kein Football, das weißt du ja nicht. So, die Frage ist jetzt, ich will ja eigentlich nur diese Antriebe würde genau, ich Raketen anschmeißen. Das heißt, Luftheber brauchen wir nicht. Nein. Außer du willst den ganz leicht haben mit Effet schießen. Nee, der soll einfach nur. Ja, meinetwegen kann er auch genau sliden. Einmal gerade, ne? Mach mal auf Mittel, damit das nicht direkt so wegballert. Genau.
Und drücken dann. Ach so. Okay. Hast du das doch eigentlich? Warte mal. Ja. Ach, du willst ihn seitlich reinschieben? Das macht's schwieriger. Ach so. Ich dachte, das. Ja, komm. Ja, schon ist noch. Okay. Du kannst ja auch einen unten und dann rollt der. So purzelt. Das reicht natürlich nicht. Ja, oh, ja, Lade! Ach, der Posten vorbei. Ja, nee, der war nicht in der Linie. Das war nichts. Das war aber nichts. Noch ein Versuch? Ja, wenn du den jetzt nochmal richtig hingestellt kriegst. Ja, okay. Vielleicht direkt rüber ins andere Tor. Dann mache ich doch wieder doll. Ist da ein Tor? Ich sehe keins auf der anderen Seite. Das ist nämlich Solis-Fußball. Da spielen beide Teams auf ein Tor. Okay, warte. Ich will kurz doch auf volle Pulle stellen. Oh ja. Weil dann geht das alles ein bisschen schneller. Das würde ich. Na gut, mach. Hopp. Oder meinst du, dass es dann zu doll ist? Naja, nur als Tipp, dass den Super Doll würde ich auf Knopfdruck erst aktivieren lassen. Okay. Sonst hast du keine Kontrolle drauf. So wie das. Genau, dann verlierst du nämlich die Kontrolle. Doch, aber du kannst ja. Hast du eingestellt, dass du es deaktivieren kannst? Das wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Dass ich was deaktivieren kann? Dass du den Schub beenden kannst. Nee, das muss ich extra einstellen. Das kannst du ja bei gedrückt halten oder bei kurz drücken, kannst du das ja definieren. Jetzt muss doch hier mit drin sein, oder nicht? Ausbrenndauer? Nee. Warte kurz. Nee, du gehst, wenn du jetzt auf Halten gehst, einmal ganz rechts, und dann machst du Schubrakete auf Aus. Jetzt einmal, zweimal nach rechts. So, und hier machst du jetzt das einfach aus. Verstehe, das ist natürlich sinnvoll. Das, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich glaube, es sollte funktionieren. Ja. Und so kannst du dann durch langes gedrückt halten. Den ganzen warten, bis er sich hier beruhigt. Ja, probier doch mal, ob es jetzt geht. Nee, jetzt musst du... Ja, ich hab nach unten gedrückt, also versucht, dass es... Krass, und dann haut er... Wow. Guck mal, es hört einfach nicht mehr auf. Ja, aber da ist ja jetzt natürlich auch eine ganze gewisse Bewegungsenergie drin. Die muss erstmal abgebaut werden, ne? Er wird schon langsamer, muss man mal sagen. Versuche... Nee, okay. Ja, versuche ich mit deinem Kopf ein bisschen zu entschleunigen. Und da verliert er langsam komplett und baff! Da steht er. Ich fahre den mal vor, bis wieder zum Tor. Er wurde wirklich langsamer. Da ist doch ein Tor. Da ist doch ein Tor. Hey, wer hätte das gedacht? Okay, Mittellinie. Ja, das steht natürlich jetzt total kacke, ne? Ja. So, wir machen jetzt mal so. Den. Hier, kann ich nicht rückwärts fahren? Hab nicht. Ja, keine Rückfahrmöglichkeit. So. Jetzt aber. Das Problem ist. Also du kannst es auch so einstellen, dass die Raketen erst starten auf Knopfdruck, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt zwei in der Mitte... Das ist auch schon, das müsste schon gehen. Ja, das ist physikalisch nicht wirklich erklärbar, was hier gerade passiert ist. Aber es macht Spaß. Oh. Okay, es hat schon mal nicht geklappt. Schade. Willst du das nochmal probieren? Ich weiß nicht, wo es jetzt... Ich würde es gerne einmal probieren. Jetzt ich will einmal rein. Auch ein schöner Kommentar. Diese dumme Physik macht das irgendwie geil. Ja. Ja, finde ich auch. Man weiß nicht, was passiert. Man probiert einfach. Man hat Spaß daran. So, pass auf, ich stelle mich jetzt auf. Und während du das versuchst, lese ich mir noch ein paar weitere Ideen durch. Popelmon, ein schöner Name. Mal ein eher simpler Versuchsaufbau. Schießt euer Lieferflugzeug mit einem anderen Fahrzeug ab. Auto mit Ballons, Auto über Rampe oder ähnliches. Idee 2, baut eine große Wippe, dann droppt das große Flugzeug auf ein Ende und guckt, wie weit ihr geschleudert werdet. Sorry, was? Eine Wippe bauen. Ja. Dort halt was drauf droppen, dickes Flugzeug oder so. Und dann gucken, wie weit wir kommen. Okay. Finde ich schon mal nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht, ja. Okay, Popelmon, merken wir uns schon mal. Aus. Eine weitere Idee. Oh, das wäre mehrere Container mit Ballons ausstatten und ein Jump'n'Run in 3D erstellen, hatten wir ja schon. Das ist nicht so machbar. Aber diese Heli-Idee, die steht hier auf jeden Fall häufiger. Weißt du, diese, dass wir am Rotor bleiben? Am Rotor, das machen wir auch gleich. Aber ich bin hier fertig. Achtung, Sandro. 3, 2, 1. Oh, shit. Wow! Wo fliegt der denn hin? Ja, man kann ihn nicht so richtig steuern, ne? Alter, nee. Breakdance, denn auch. Alter, voll am Break, pass auf, rein da! Alter! Wow!
ich mach nichts! Ich mach nichts! Hände weg! Ui! Alter, geil! Das ist echt fantastisch. Ich liebe es jetzt schon. Ich hab noch eine Rakete dazu gemacht und mich jetzt nochmal rangehängt. Jetzt ist frische Rakete dran. Wow! Was passiert hier, liebe Leute? Ah, das ist mega lustig. Was passiert hier? Ich brauche ein neues Vehikel. Wir sind in einem fucking Stadion, weißt du, wo nicht mal irgendwas ist. Aber wir hier mal raus? Ja. Hier ist zu wenig Chaos drin, was wir verursachen können. Es ist ja leider nicht alles kaputtbar, ne? Das wäre vielleicht wirklich was für Next Gen. Das ist wirklich, dass man mit allem möglichen Scheiß so 80% der Spielwelt ist irgendwie beeinflussbar. Ja, ne? Das wäre geil. Okay, so, jetzt sind wir ein bisschen draußen. Hier passieren mehr lustige Dinge. Also, eine Idee wäre, Zeug an Rotorblätter dranhängen. Okay, dann gehen wir jetzt einmal ganz kurz auf eine etwas freiere Fläche, spawnen einen Hubschrauber. Wir werden das jetzt erstmal versuchen, würde ich sagen. Freie Fläche, muss aber schon auch in der Stadt sein, die freie Fläche. Hier, in der Mitte, auf der Straße. Da, an der Kreuzung. Kreuzungen sind perfekt für solche Unterfangen. Woo! Achtung! Super cooler Drop! Alter, hier ist gerade ein fetter Hubschrauberkampf am Abgehen. Wie geil ist das denn? Das ist ja heftig. Nice, oder? Guck das mal an. Alter. Ich frage, aber das sind jetzt die Bösen, ne? Hier schwarz-rot. Vielleicht egal, wer hier böse und wer gut ist. Na gut. Hauptsache, es explodiert was. Ja, also, aber du hast recht. Ne? Links, der beschossen wird, sieht gut aus, weil schwarz-rot sind immer die Bösen, ne? Mhm. Normalerweise solltest du ihnen helfen, jetzt ist es zu spät. Jetzt unterhalten die sich noch. Oh ja, den haben wir gut fertig gemacht, ne? Ja, Hubi, super gut. Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Hup, hup. Ich sehe da eine Love Story. Still a better Love Story than Twilight. Okay. Also, Plan war, einen Hubschrauber holen. Ey, hier, irgendein Tier in einen Vulkan werfen. Das wäre fies. Lieber Jester. Wir können ja auch einen Menschen in den Vulkan werfen. Na gut, das können wir machen. Das ist okay. Chris SG schreibt, aus einem Heli/Flugzeug springen, per Wingsuit unter einer Brücke herfliegen und per Enterhaken wieder ein Flugzeug kapern, ohne natürlich den Boden zu berühren. Klingt auch schon mal nicht schlecht. Das ist schwierig. Kann man machen. Auf einen Düsen, ein Freund auf einem Düsenjet den Zeppelin kapern mit dem Enterhaken. Ein klassischer Flugpiraten-Stunt. Oh, Düsenjet wäre auch geil, ne? Gibt's auch tatsächlich im Spiel, können wir leider noch nicht spawnen. Ja, stimmt. Ich habe leider bei diesem Vorstellungsevent nicht genau aufgepasst, wie die Konsolenbefehle hießen. Hätte ich mal machen sollen. Ja. Aber schau an, wir sind kurz vor Abschluss unseres Rotor-Experiments. Wollen wir da jetzt Leute ranhängen? Ja, am besten auch so viele wie möglich. Da würde ich sagen, dann ändern wir mal Konfiguration A und nehmen Schubrakete raus. Sondern stattdessen machen wir Zugmotor. Ja? Mhm. Ziehen die ran. Machen den niedrig. Ja. Und gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir das auf Tastendruck jetzt haben. So, pass mal auf. Was ist jetzt passiert? Wir nehmen hier die Dame. Hola, Cubo. Die hängt fest. Und jetzt einmal ganz, wo ich gerade hier an den... Geh mal ran. Oh, no. Hängt sie da jetzt dran? Nicht so richtig. Na doch, oder? Sie hat sich ja schon wieder gepackt. Nee, warte mal. Okay, ich probiere es nochmal. Vielleicht ist irgendwas falsch gegangen. Ich mach's schneller. Zack, die Dame hier ran. So, jetzt hängen die, alles ist gut. Ja, aber jetzt sind die an keinem Rotorblatt, ne? Nee, ich wollte jetzt nur einmal kurz sicherstellen, ob es überhaupt geht hier gerade. Ja, aber anscheinend befreit sie sich nicht. Oh doch? Anscheinend doch. Shit. Okay, guck mal, deswegen müssen wir... hier gleich ranklatschen. Wir müssen das auf automatisch machen. Oder? Genau. Also gleich, genau das, was du gleich ranklatschen, ne? Mhm. Okay, ich versuche jetzt wirklich mal mit den Rotorblättern. Hier so schön außen. Hm? Was ist jetzt passiert? Das war ja mega geil. Mann, das ging so schnell, ich hab's gar nicht gesehen. What the fuck? Was? Was passiert da gerade? Das war richtig. Pass auf. Also. Oh Gott. Dieses Spiel, ich lieb's jetzt schon. Ohne Scheiß. Guck mal, das. Es stimmt was nicht.
Wir gehen noch einmal ganz kurz rein hier. Wir haben tatsächlich nur den, das haben wir nicht nur das aktiviert. Wir haben nur den Zugmotor aktiviert, der mit niedrigem Zug sofort automatisch A und B zusammenzieht. Ja. Was aber passiert, ist, dass jedes Mal sofort das Fahrzeug wegflutscht wie nix. Ja, vor allem das, von einem Menschen, von der Kraft eines Menschen. Wie soll denn das funktionieren? Hä? Sieht auch gut aus. Stimmt irgendwas. Warte mal, wenn ich... Hast du A ausgewählt überhaupt gerade eben, ja, ne? Ja, ich glaube schon, oder? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Ja, A ist ausgewählt, ja. Ich muss mal kurz weg hier. Ich habe gerade das Pflaster ein bisschen zu heiß gemacht. Wir gehen in die nächste Ecke. Aber man merkt schon, es ist nicht ganz so einfach, ne? Man braucht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung, um diese ganzen kleinen Nicklichkeiten erstmal kennenzulernen. Was geht wie, wo, was, wie, ne? Guck mal, hier sind wieder neue Leute. Wir probieren das nochmal. Frau türkises Hemd. An das Auto. Oh, shit. Okay, das Auto an die Frau. Nein. Das Auto an das Haus. Und jetzt? Jetzt zieht ihr... Mülleimer jetzt wird das an Auto. Auto. Ja, die werden schon aneinander gezogen, aber... Aber viel zu stark. Wir haben ja extra niedrig gewählt. Jetzt mache ich mal hoch. Und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Brauchen wir den Zugmotor überhaupt? Das ist die große Frage. Wow, Alter! Wo kam er denn? Fuck you, ich bin... So, ich krieg so... Alter, ja, kriegst du nicht mehr. Der ist fucking schnell. Wie jetzt sagst du, ich krieg den nicht mehr, dann krieg ich den. Da unten ist er. Oh shit. Na gut, okay. Also, das war ein Versuch wert. Ich schätze deine Ärger. Aber. Also, wir haben den Zugmotor jetzt erhöht. Jetzt nehmen wir Person A. Nee, die habe ich nicht erwischt. Es ist komplette Anarchie. Warum heißt das Spiel eigentlich Just Anarchy? Just Anarchy. Anarchy, so. Hui! Oh, nee, da habe ich falsch gemacht. Sorry. Aber mir fehlt auch gerade das passende Fahrzeug dazu. Oh Mann, ey. Kann ich jetzt da hinten hinlaufen und das... Oh, da kommt doch eins. Ah. Wir wollten auch nochmal die Reifen testen, erinnerst du dich? Ja. Die Reifen gehen. So viel dazu. Auch das haben wir erledigt, sehr gut. Auto. Fußgänger. Nee, irgendwie passiert genau das Gleiche. Einmal kurz in Sicherheit, ja. Da muss man erst... Hast du eine neue Idee? Ich habe das Gefühl, dass das gerade zu schwierig ist. Muss man da erstmal. Wir haben den. Aber wo ist denn der Fehler? Mach mal den. Ja, ich guck mal. Nee. Zugmotor. Was ist denn? Mist, wo komme ich nochmal zu den Dingern hier rechts? Y, alles klar da. So, Längeneffekt deaktiviert. Ach so, was ist mit dem Powerruck? Scheiße, den habe ich vorhin in der Werbung aus Versehen eingestellt. Das ist das. Das ist genau das. Shit. Mindestlänge lang, Längeneffekt reißen, Impuls deaktivieren. Was auch nicht schlecht ist, aus dem Chat, Autos an Windturbinen. Wir haben doch diese Windräder gerade gesehen. Ja, du meinst die Propeller am Berg? Mhm. Nee, ich meinte schon... Haben wir wirklich Windräder da? Irgendwo habe ich die heute gesehen. Das wäre ja witzig. Mit das war nicht in Hamburg. Coole Sachen machen. Ich glaube, es war in Solis. Solis. Das ist immer so, als wäre das irgendwo in Frankreich. Solis. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, Solis, oder? Oh no, man. Weil das ist so ein I mit Strich nach rechts oben. Echt? Und das ist ja immer so wie... In, sicher? Ja. Ah, okay. Heute gelesen. Okay. Und deswegen heißt es ja wahrscheinlich Solis. Naja, dann magst du recht haben. Guck mal, Gentech hat geschrieben, erstens VW Käfer, Bulli, Tuk-Tuk oder ähnliches an ein Jet-Flugzeug hängen, zweitens hinten ans Fahrzeug Booster ran, drittens mit dem Flugzeug auf Kurs in Richtung einer feindlichen Basis gehen, viertens vom Flugzeug aufs Dach von Fahrzeug wechseln und Verbindung kappen, fünftens Booster zünden und auf dem Dach in die feindliche Basis werfen. Kriegst du hin, ne? Ja, bin dabei! Shit, ich habe ein bisschen was umgestellt. Jetzt kann ich dieses Auto mit diesem Auto verbinden? Nee. Ich habe zumindest die lustigen Sachen aus... Guck
gemacht. Siehst du, guck mal, jetzt werden sie einfach nur langsam angezogen. Das wollten wir die ganze Zeit, ne? Mhm. Fällt dir jetzt aber noch ein, was unser eigentlicher Plan war? Naja, wollen wir vielleicht das mit dem Helikopter jetzt nochmal machen? Genau, das war der Plan, ne? Ja. Wollen wir vielleicht dann kurz... Oh, jetzt, guck mal, jetzt wird der abgestellt. Nicht schlecht. Mag es, dass einfach irgendwas passiert. Eieiei, das ist hier wie so ein urzeitliches Folterding, weißt du, wo du gevierteilt wurdest oder so. Ich hol mir mal kurz einen Hubschrauber. Und dann fliegen wir in das nächste Dörfchen und schnallen da die Einwohner an den Hubschrauber, okay? Ja. Ey, irgendwas müssen wir schaffen. Zumindest noch in der letzten halben Stunde, die wir haben. Ja, kein Problem. Ich bin auf dem Weg. Hubschrauber kommt. Hubi, da bist du. Guten Tag, bitte einsteigen. Bitte einsteigen, danke. Irgendwer schießt hier schon, hörst du das? Die Idee kommt von Robert Paulson. Robert Paulson, der hat die Helikopter-Idee gehabt, oder was? Jo. Leute an die Rotorblätter. Okay, was machen wir jetzt? Gewinnt er was oder schicken wir die Polizei zu ihm? Beides. Hier hast du deinen Gewinn, aber du musst dafür... Aber du musst dafür mindestens 2 Jahre mit der Gitarre. Ja, der würde, wenn das jetzt einwandfrei klappt, dann haben wir schon mal einen Gewinner. Ja. Wir machen das jetzt. Alter, hast du das gesehen? No. Da kam ein... Hast du das nicht gesehen? Ich habe gerade in dem Moment hier... Du glaubst nicht, was da gerade passiert ist. Ich habe den Hubschrauber gelandet und in der Sekunde, wo ich aufgesetzt hatte, kam ein Motorrad seitlich auf 3 Meter Lufthöhe angeschossen und ist mir in den Helikopter geflogen. No. Hier liegt es. Wow. Hier liegt es. Och Mann, Alter. Ach, wie die auf den Sack gehen, ne? Ja, das ist, wir haben halt keine Ruhe hier in der City natürlich. Und jetzt haben wir auch keinen Hubschrauber mehr, weil gerade ein Motorrad uns angegriffen hat. Es müsste einen Modus geben, wo diese Blackhand-Affen einfach nicht so nerven. Ja, das wäre wirklich gar nicht schlecht. Vielleicht ist es besser, wenn wir in ein Areal gehen, das uns noch nicht... Also wahrscheinlich gehört uns die Hauptstadt noch nicht, weißt du? Ja. Wenn wir jetzt... Da bist du ja. Aber dann müsstest du natürlich deine ganzen Kameraden daran hängen und töten. Ja, aber ja, komm, ist das für dich ein Problem? Nein, 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 nein. Gut. Wir sind heute Kameradenschweine. Oh, hast gesehen? Da war ein Flugzeug, jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg, ja. Okay, also wenn wir jetzt in den Wald fliegen, haben wir natürlich auch ein Problem. Pass auf, ich will jetzt nicht so weit fliegen. Ich will das eigentlich sofort machen. Deswegen gehe ich hier nochmal kurz runter. Wir machen eine kleine Straßensperre und kreieren somit... Willst du Autos an den Helikopter ranhängen vielleicht? Könnten wir auch machen. Ich wollte eigentlich erstmal... Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Von diesem scheiß Panzer! Ah, ihr Fange. Wie du die ganze Zeit im Fahnenkreuz bist. Das ist ja unfassbar. Sorry, aber... Alter! Die sind einfach übermächtig mit ihren ganzen Waffen. Man hat keine Ruhe, um hier einfach mal lustige Alter. Oyalem schreibt, wie viele Stunden seid ihr im Spiel drin? Das sind so 10%, ne? Stand vorhin da. Ja, genau. Also von den Storys sind wir hier bei 10%. Und das ist stundentechnisch sind das schon. Ja, 5 Stunden plus. Ja. Aber es kommt, also, es ist ja wieder bei Open World ganz schwierig zu sagen, weil das bezieht sich ja auf die Hauptstory sozusagen. Ja. Aber du kannst ja so viel Mist machen. Du kannst halt 100 Stunden gespielt haben und trotzdem bei 10% sein. Guck mal, macht das nicht Spaß, oder? Das ist wie hier Tontop. Alter, guck mal, der da. Ja, okay. Oh. Viele Stunden, 10%. Ja. Ja, nun, sorry. Achtung. Das kann man, wie gesagt, bei Open-World-Spielen nicht so richtig sagen. Dead! Ja, dead. Okay, ich versuche jetzt nochmal. Ich wurde am Ende ein bisschen abgelenkt, muss ich zugeben. Einmal versuchen wir es nochmal. Ja, aber die Fagger lassen auch einfach niemanden in Ruhe hier. Ja, ja, ja. So, jetzt spawn ich hier einfach mal. Weil hier sind ja genug Leute. Oder gibt's hier irgendwo einen Platz oder so? Noch mehr Leute? Ja, komm, hier sind genug. Das ist eigentlich ein super Platz hier. Ah, geht immer noch nicht. Da, probier nochmal. Na, wahrscheinlich dauert es 2 Minuten, ne? Ja, das dauert noch 2 Minuten. Schade.
Schade. Aber das war mit den Rotorblättern war schon wichtig, dass das Rotorblätter sind, ne? Weil wir wollten dann ja auch losfliegen. Ja. Ich würde jetzt ja auch ein bisschen Action machen, aber wahrscheinlich ist dann wieder alles kaputt. Üb doch schon mal Personen, das waren das woran zu attachen. Das kann man ja schon mal üben. Ja. An ein Auto. Oder an ein Haus. Oder einfach nur an den Dreck. Aber an Autos ist schon am lustigsten. Zack. Das ist Mann, wie schießen die? Alter. Ja, es geht sofort diese los. Diese Fagger, ey, ohne Scheiß. Schade, dass wir diese Windrakete noch nicht haben, weil die ist echt geil. Groß, Alter. Mhm. Aber ja, kommen die jetzt nach, oder war es das jetzt? Da werden jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich Leute kommen. Aber... Du fließt hier gar nicht. Hm? Jetzt hast du sie an sich selber attached. Komm klar damit. Die will ja. Boah, das nervt total, ne? Diese Fucker, ey. Ja gut, das ist unsere Schuld, ne? Wir hätten vorher dran denken müssen, dass wir das natürlich nicht hier in der Hauptstadt machen. Ich dachte, das wäre mega smart, weil hier viele Leute sind. Aber es ist halt mega dumm, weil hier die Black Hand noch unter Kontrolle ist. Und dementsprechend... Ich versuch mal ein bisschen wegzufahren. Ja, versuch mal wegzufahren, das ist eine gute Idee. Keine Zeit verlieren mal, sagt er. Hast du schon wieder den Wagen erwischt? Das ist mein Wagen, du. So, jetzt hier sollten wir aber nicht mehr nerven. Meinst du? Du bist immer noch in der gleichen Stadt, du. Ja. Fährst jetzt. Da ist das Meer, da kommst du gleich nicht weiter. Ja, aber ich will ja schon, also in der Stadt sind genug Leute, weißt du, um ja, okay. Halt Kram zu machen. Darum geht's mir. Ja, hier können zumindest die Autos, hier sind keine Straßen mehr. Vielleicht hast du da mehr Ruhe vor Autos. Ja, das geht's ja nicht. Dafür kommen aber Hubschrauber, wie es aussieht. Ja gut, so kommen wir natürlich nicht voran, ne? Die Frage ist, warte mal. Da vorne sind die Stadtgrenzen und wenn du ja. denn da... Aber wenn wir halt hier irgendwo hinfahren, sind ja keine Leute mehr. Aber vielleicht Tiere oder so. Ja, wenn du eine Kreuzung suchst, werden schon Autos kommen und da kannst du die Leute ja höflich bitten, vielleicht kurz ihr Auto zu verlassen, um in diesem sozialen Experiment teilzunehmen. Das stimmt. Da wird ja keiner Nein sagen, oder? Ich glaube... Erst recht, wenn ein Grappling Hook im Gesicht ist. Die kommen auf jeden Fall in die Medien. In die Medien? Ja. Ja, wenn man sagt, hier, ihr werdet berühmt, wenn ihr damit macht. Weil die Medien werden ja so, ja. so ein Experiment auf jeden Fall aufgreifen. Mann, verpiss dich hier! Fucker. Wie du gesagt hast, jeder kleine Stein führt zu einem weiteren Flug. So, ich fahr jetzt mal... Schön. Hast du gemeint, hier links geht's nicht mehr weiter? Doch. Nee, hier links kommst du aus der Stadt zumindest erstmal raus. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dann vielleicht die Polizei kurz aufhört, dich zu jagen. Aber das heißt Polizei, die Black ja. Hand. Ja. Übrigens, du musst jeden Motorradfahrer, der auf deiner Seite ist, mitnehmen. Ist klar, ne? Dass ja. du den von hinten... Ja, Entschuldigung. Das hab ich nicht gedacht. Das gehört natürlich dazu. Zu Just Cause. Liegen immer so schön, ne? So, hier irgendwann sollten die mich doch schon in Ruhe lassen. Und dich. Ja, wahrscheinlich jetzt schon, oder? Das so. Sieht doch gut aus. Wenn dann mache ich es einfach mit genau, auf den Bus querstellen. Ja, oder zumindest eine, also hier so mittig so. Ja. So, dann spawn ich mal hier meinen Ubi. Oh! Ah. Mit RB kannst du eine Granate rausnahmen, ne? Ja. Das ist ja so nervig, aber... Oh, nee, die Typen haben aber auch echt gerade neue Autos. Wollen wir vielleicht ja. mal planen oder so? Das ist ja... Die sind echt motiviert. Die wollen Solis frei von Rico Rodriguez haben. Dabei kann nicht mal ein Tornado so aufhalten. Das wissen die doch. Spackos so. Was ist aber hier? Auch mit dem Risiko, dass ich wieder angegriffen werde. Zack. Jawohl. Oh nein. Das ist ja unfassbar. Ja, ich kann, ah, fuck, ich hab keine Muni mehr. Ach, leck mich doch. Den schnellen Hubschraubern wegfliegen. Wo ist der Hubschrauber? Da ist da er. Ist immer noch nicht. Der ist in dem Container auf den Leuten. Mit B kannst du diese... deine
Stein-Stahl-Seil, genau. Kannst du den? Das tut bestimmt richtig weh. Ja, gut, komm, was erwartest du? Fucker, los. Pech gehabt. Aber jetzt greifen die nicht mehr an, hoffentlich. Ja, das wird bestimmt auch lange so bleiben. Okay. Mann, also, ey, da kommt man ja echt nicht voran. Alles gut. Alles gut. Ich fliege jetzt einfach mal kurz wohin, wo das vielleicht nicht passiert. Ich glaube, ansonsten haben wir keine Chance. Die kommen ja sofort. Das müssen wir aber auch gleich nochmal ausprobieren. Komm, hebe ab, Alter. So. Also, ich würde jetzt mal landeinwärts. Mhm. Und dann einmal ganz kurz da, wo du das... guck mal. Ist der schneller als ich? Ja. Oh ja. Das war ein richtiger Kampfroboter. Kampfhubschrauber. So, auf der Map sehen wir da vielleicht... Ist Kantos unser? Na, wenn es blau ist, schon, ne? Ist es wirklich blau? Naja, oder wenn es weiß ist, weil ich nehme mal stark an, dass ja, alles, ne? Was rot weil ist. Weil das hier ist nämlich blau. Nicht uns gehört. Ach so, shit. Dann ist das wahrscheinlich ein Gebiet, was niemandem gehört. Auch nicht. Bereits zur Eroberung sind die... Ah ja, das kann sein. Okay. Aber ja, die kommen vermutlich auch dort. Glaube ich auch. Und schau mal, wie weit das jetzt weg ist. Ich rufe noch mal ein anderes Gefährt, mit dem wir vielleicht das Sprachregal kommen. Das würde jetzt genauso lang dauern. Ja, Mann. Auf jeden Fall, das wäre richtig geil gewesen, hätten wir... Ich meine, früher war das kein Problem, so Speicherstände zu manipulieren und da so coole... dass du alles freigeschaltet hast. Das wäre praktisch gewesen, ne? Wenn wir alle Fahrzeuge und alle Waffen irgendwie... Ja. Das wäre richtig gut. Da hätten wir fahren. Oh, das sieht aber auch schick aus hier, ne? Ja. Ist dein Plan nach wie vor das mit dem Rotor? Ja, ich muss leider jetzt dieses Stückchen einmal fliegen, weil du siehst ja, wie weit das weg ist. Ich habe jetzt gerade mal von hier nach... Na, okay, gleich haben wir es. Das ist schon absurd, wie groß diese Welt ist. Ja, und sie ist ganz nett abwechslungsreich. Mir gefallen so diese Hügel hier, muss ich ehrlich sagen, dass das nicht so flach ist. Sondern dass das mit Bergen und Seen und ein paar Wälder dazwischen. Mir gefällt, wie die Wälder platziert sind. Relativ realistisch mutet das an. Ja. Sehr knapp, ein bisschen knapper an dir direkt. Oh je. Oh. Und das hier kannst du zum Beispiel explodieren lassen, weil das ist ja rot-weiß. Du hast recht, ja, aber ich hab grad noch die Kugel gekriegt. Wir müssen auch noch dazu sagen, während die gerade so viel quatschen. Was ich dazu sagen wollte ist, wir haben extra das Audio-Radio ausgestellt, weil da ist eine ganze Menge lizenzierte Musik mit dabei, was richtig cool ist, was wir leider ausstellen mussten, weil man ja nie so genau weiß, was YouTube dazu sagt. GEMA und so, ne? Genau. GEMA kacken. Ansonsten ist es nämlich noch cooler. Ich krieg gar nicht mit, was für gute Mugge da noch läuft. So, ist das jetzt gut hier? Was hier mal? Was natürlich, oh ja, das sieht gut aus. Was natürlich auch eine gute Idee ist, ist das Surfen an sich, zum Beispiel auf Silos oder Tanks und die dann halt einfach irgendwo rein stürzen zu lassen. Das haben wir auch noch nicht so richtig gemacht. Du kannst ja wirklich, das habe ich auch beim Preview-Event zumindest geschafft. Da war ich auf dem Container, habe dort einfach ein paar von diesen Ballons rangetan. Und halt ein paar Düsen und dann konnte ich mich halt auch richtig durch die Welt quasi bewegen. Ja, aber leider nur in eine Richtung wahrscheinlich, ne? Steuer war dann wahrscheinlich nicht mehr drin, ne? Naja, wenn du währenddessen woanders die rauf machst, dann ja während du drauf bist okay. Und dann die anderen beiden wieder löst, weißt du, dann in die andere Richtung. Aber das ist ja tricky so. Das ist tricky, das stimmt. Oh, was, da raucht's aber. Das sieht, ich glaube, hier ist... Oh, ho. Was ist da los? Ist ja schon wieder. Ja, wir sind jetzt aber endlich angekommen. Wir sind in unserem Gebiet, Sandro. Das heißt, wir können jetzt hier runtergehen.
Oh shit. Aber auch hier ist wieder gute Action. Hier an die wunderschöne Straßenkreuzung. Meinst du, hier sind Freiwillige? Und die da hinten zum Beispiel. Die schießen irgendwie. Guck mal, wie witzig. Die kämpfen um den Zugang zu dem Gebiet. Weil wenn du auf die Karte schaust, siehst du das hier. Ne? Die Grenze ist. Und die kämpfen hier direkt an der Grenze. Wie cool ist das? Ich glaube, wir müssen weiterfliegen. Steig, mein kleiner Hubschrauber. Was auch eine sehr gute Idee ist. Von analoger Pixel an die Rotorblätter der Windkraftanlagen mehrere Hubschrauber befestigen. Das ist gut. Das ist aber das Problem ist ja, wir kriegen ja nicht unendlich Hubschrauber. Das wäre sehr aufwendig, das stimmt. Man könnte es erstmal mit einem probieren, aber ich bezweifle noch die Existenz dieser Windräder, die du, ich glaube zwar, dass es sie gibt, aber ich habe sie noch nicht gesehen hier im Spiel. Ich weiß nicht, ob Windkraftanlagen, ob das das gleiche ist, was, wie das, was ich vor Augen habe. Au! Alter, ja, ey. Oh, das ist ja so nervig. Wie, was ist da jetzt passiert? Ich glaube, der hier ist reingefahren oder hat dich abgeschossen. Dieses Gefährt, was ich gerade fahre. Guck mal! Nee, die sind alles aber noch gut. Die sind ja noch, wir haben noch keine bösen Jungs da. Das, Alter. Ja, guck mal, du kannst mit dem. What the fuck? Du kannst mit dem Ding hier einfach alles wie mit dem Panzer überfahren, wie du gerade gesehen hast. Ja. Und das fliegt dann einfach weg. Nicht schlecht. Warum auch immer. Das ist wie bei GTA früher. Guck mal hier, wenn ich einmal hier gegen ihn fahre. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Jetzt, aber wenn ich ihn jetzt umse. Wow! Ja. Ja, siehst du, irgendwas ist mit diesem Auto nicht richtig. Oh. Es hat ordentlich Wumms. Komm, die richtig weg, Ram. Pff, Alter, heb das ab! Der dann aber wiederum nicht. Ja. Ich verstehe diese Physik nicht. Nee, das stimmt. Aber gut, das haben jetzt viele gefragt, wie das so mit der Fahrphysik ist und so weiter. Was ist mit ihm hier? Sie ist speziell. Sie ist da. Sie existiert. Vielleicht ist sie nicht angelehnt an die unserer Welt. Oder unserer. Solis ist ja auch eine ganz andere alternative Realität. Mann, dieses Geschießen, da geht mir auf den Pimmel, ey. Ja, ne? Sandro ist total Antikrieg. Ist doch, ich dachte, wir spielen ein schönes Antikriegsspiel. Ich komme ja nicht mal weg, weißt du? Ich versuche ja sogar wegzufahren oder alles. Aber die lassen einen nicht in Ruhe. Warum ist das unser Gebiet? Was haben die rot-schwarzen Fahrzeuge in unserem Gebiet? Das raff ich nicht. Was machen die da? Ui. Guck mal, wie die wegfliegen, das ist ja nicht normal. Und jetzt wieder sowas. Aber du kommst gerade noch raus, während dein Auto. Alter, das war gutes Timing, Sandro. Ah, dafür wäre ich jetzt direkt abgeschossen. Schnell Grappling und. Ihr Pimmel, Alter. Hol dir das Motorrad. Oh, oh, Achtung! Achtung! Was passiert hier? Dieses Spiel ist unglaublich. Oh, da hinten ist wieder dunkel. Oh, shit! Alter, oh, hier, Tankstelle! Oh, Tankstelle, die Tankstelle auch, kaputt! Ja, warte. Mach die Tankstelle kaputt! Oh! Shit. Na komm, das geht ja noch größer, oder? Achtung! Ja. Pff, Alter! Es geht ab! Geil. Ich glaube, das war's, ne? Okay, nee, ist ein Ball da noch rechts? Grüne Ball? Ahnung, fliegt alles weg. Fußball, tatsächlich. Mit dem? Oh, wenn du den jetzt. Wo ist er hin? Der ist jetzt ins Tor. Ja, genau, ins Stadion. Da auf der anderen Seite der Karte. Wenn ich schwarz-weiß bin, drehe ich mich immer weg von der Action und hole den Fallschirm raus. Zack, in die Luft. Oder ab ins Auto. Oder weg. Geht auch. Und dann. Oh, was geht denn da? Ist da ein Sturm? Ein. Nee, das ist mir schon häufiger aufgefallen. Manchmal sind am Horizont so Rauchwolken, aber je dichter du kommst, dann lösen sich manchmal auf und. Okay. Geile Move. Das, ja. Siehst du, guck mal, jetzt ist sie weg. Das die Rauchwolke ist weg. Hallo, sollst du dich ranziehen? Hier. Schick, oder? Aha, schaffst du es? Und einmal unten durch. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, jawohl. Und wenn wir jetzt diese Dings, Windwaffe hätten.
Dann könnte man weiter. Okay. Könnte ich mich hier so hochblasen. Ah, okay. Ey, man kommt ja wirklich zu nix, wenn die halt hier die ganze Zeit schießen. Ja, aber das kennt man ja, ne? Auch bei GTA oder solchen Spielen, wo du so viele Möglichkeiten hast. Ja, schon. Das ist schwierig. Aber wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Und ich finde, die Idee mit den Rotorblättern war schon richtig gut. Die Idee ist, und sie ist auch umsetzbar. Und vielleicht schaffen wir es nicht mehr heute, die so einfach umzusetzen. Vielleicht müssen wir einfach mal zugeben, wir haben uns ein wenig überschätzt und das Spiel etwas unterschätzt. Wir dachten, das geht ganz einfach, aber wie man sieht, sind da zu viele Variablen, die wir nicht bedacht haben. Naja, vor allem, weil, das kann ich ja mal zeigen, wegen diesen Nummern hier, ne? Wenn man einmal diesen Power-Ruck zum Beispiel vergisst, haben wir ja vorhin, ja, dann funktioniert schon wieder der ganze andere Bums nicht. Mhm. Ich meine jetzt aber eher einfach auch, dass da andere Charaktere noch in der Welt sind, die uns nicht einfach so machen lassen. Das habe ich wirklich überhaupt gar nicht bedacht. Da habe ich auch voll nicht dran gedacht, dass wir die ganze Zeit. Da bin ich nicht drauf gekommen, dass wir die ganze Zeit beschossen werden. Weil das war natürlich. Wir waren da natürlich im Austausch mit Square, was wir überhaupt vorhaben. Und dass wir hier halt Action machen wollen und irgendwie gute Stunts machen wollen. Aber dass man die ganze Zeit beschossen wird, haben wir natürlich nicht gedacht. Sehr schön. Sprachlos. Zwei Leute weniger. Mach doch jetzt nochmal an dein Motorrad ein paar Düsen ran. Dann haben wir das wenigstens auch noch. Haben wir die jetzt überhaupt ausgewählt? Ja, haben wir, aber auf Knopfdruck. Du kannst jetzt drei setzen, bevor sie losgehen. Oder mehr. Und erst mit Digipad nach oben löst du sie dann auch aus. Oh, das war ziemlich cool. Ja, ist ein Move, ne? Warte. Jetzt fahren und dann Digipad nach oben. Alter, wie geil das da aussieht. Ich drücke. Alter, stroboskopmäßig. Das sieht ziemlich nice aus, aber es passiert nichts. Wieder passiert nichts. Ja, ich drücke nach vorne, also nach oben. Digipad mal nochmal gedrückt halten. Oh, jetzt, nee. Nee, das war nur die. Okay, dann bleibt nochmal stehen. Das ist wieso irgendwas stimmt bei dir jetzt nicht. Okay, haben wir vielleicht Scheiße. Hast du was verstellt, Asano? Nee, wir sind bei A. Das haut schon. Ja, aber hast du A kaputt gemacht? Warte. Zugmotor hoch. Achso, Schubrakete müssen wir natürlich an. Genau. Okay, jetzt gibt's nicht. Und? Shit, ich muss die natürlich nochmal anschießen. Nee, du musst auch auf. Du bist auf dem falschen Dings gewesen. Jetzt fliegt dir das Motorrad weg. Jetzt kannst du dich nicht mehr raufsetzen. Geh nochmal ans Menü. Du meinst, der löst jetzt gleich. Ja, jetzt fliegt dir das weg und ja. Das sieht auch gut aus, aber jetzt ohne. Ach, shit! Ein Fehler! Warte, was ans Auto da? Sagen wir mit dem Auto, genau. Ja. Du wolltest. Genau. Das muss eine Reihe weiter nach rechts. Warte mal. Okay, Das muss weg, das hoch. Sorry, warte. Von automatisch weg zu drücken oder halten. Genau. Und mach das, jawohl. Das Zugding hätte ich auch noch ausgemacht. War jetzt bei dem Eiswagen hier, oder was das ist? Ja. Erstmal muss er hier raus. I need this. So, tschüss. Genau. Und jetzt richtig schön symmetrisch. Alter. Irgendwas immer. Das ist halt Sandbox Open World, ne? Hau doch mal ab, Alter. Komm, ran da. Oh, mach auch mal an die Innenseite der Tür, die du ja gleich zumachen wirst, wenn du einsteigst. Jawohl, genau. Geil. So, jetzt setze ich mich mal rein. Und jetzt rein? Jetzt rein? Alter, es wird richtig warm da drin. Ich kann gerade nicht rein. Mach jetzt. Nein. Nein, nicht da rein, verdammter. So, jetzt aber. Nee, du kannst jetzt nicht mehr rein, weil du das... Weil ich die Dinger hier rangepimmelt habe? Weil du das da rangepimmelt hast. Kannst du es abschießen, den letzten? Nee, wenn ich einen, ja, so jetzt aber. Ah, jetzt, okay, sehr gut. Jetzt kann ich auch nicht mehr rein. Oh, wieso das denn nicht? Also von der anderen Seite? Ist das... Aber jetzt. Alter, das ist halt rechts das Lenkrad, oder was? Nee. Okay, jetzt hätten wir es vielleicht doch noch hingekriegt. So, ich geh mal ein bisschen Anstoß hier und dann... Genau, ein bisschen Anschwung nehmen und dann... Jetzt drehe ich nach oben. Achtung. Ja, siehst du? Ganz dann geben, schon ganz mal... geben und jetzt so eine Rampe, oder was? Dann kommt schon mal etwas höher. Wieso hebt der jetzt nicht ab? Ja, weil wir noch weiter unten das hätten machen müssen. Ja, es hat eben auch total egal, wo du es hingeknallt hast. Und die Dinger sind weggeflogen wie Schmitz' Katzen so. Das stimmt, warte. Ramm was. Ah! Wow, genau so meine ich. Oh! Oh, Alter, oh, du willst so kotzen da drin, ey. Boah. Aber geil, dass es auch losgeht. Ja, ne? Ey, das ist. Wie weit geht das noch? Keine Ahnung, ey. Oh. Boah, oh. Oh. Das war eine geile Auto. Das war richtig gut. Das hat mich an Felix Baumgartner erinnert. Weißt du, als er aus der Stratosphäre, der hat sich ähnlich gefühlt. Leider ist es ein Arschloch, aber ja. Ja? Ja, ja. Der hat ja danach ein paar Skandierchen gehabt, die nicht so schön waren. Aber ja, das war ein Felix Baumgartner-Move.
Jetzt. Okay, also das klappt auf jeden Fall. Das klappt auf jeden Fall. Dann, das kannst du natürlich mit allen möglichen Kram machen. Ja. Auch mit Tieren und Menschen. Das ist dann ganz euch überlassen, wie viel Spaß euch dieses sadistische... Ganz, liebe Regie, stimmt es, dass wir jetzt schon am Ende sind? Das. Ach, ja, ja, sagt der Paul. Sagt der Paul. Ey, wir haben leider nicht alle... zwei Fette reichen nicht. Sandro Kreito 2018, das habe ich gesagt. Wann war das denn? Zwei Fette reichen nicht, werde ich im Forum zitiert. Zwei Fette, ja, aber so kenne ich dich ja auch. So ständig am Diskriminieren von Minderheiten und Leuten, die nicht dein Gewicht haben. Ja, das stimmt. Zu viel zum Thema Physik und Massenträgheit. Ja, stimmt. Ey, Alter, was geht ab in dem Spiel, Dennis? Ey, das ist echt gut. Morgen kommt das Ganze raus und man hat so viele Möglichkeiten, dass wir tatsächlich gerade an der Masse der Möglichkeiten zerschellt sind. Wir waren einfach krass überfordert, um mal ehrlich zu sein. Ja. Das und das war nur ein Bruchteil von dem, was man in Just Cause 4 machen kann. Wir haben ja wirklich. Wir haben ja überhaupt nichts von der Story gezeigt. Oder das kommt dazu. Wir haben nicht eine einzige Mission gestartet. Was wir euch überlassen. Das Ganze kommt, ja, gleich raus. Wie spät ist es ja? In 45 Minuten. Genau, wenn ihr live schaut, am 4. Dezember soll es nämlich sein. Man kann ja auch heutzutage, kann man ja sogar Preload machen. Dann habt ihr das Spiel schon runtergeladen und könnt um 0 Uhr starten. 50 Gigs war das übrigens bei uns, ne? 50 Gigabyte, genau, zumindest die Steam-Version. Ich weiß nicht, ob jetzt die Konsolenversionen ein bisschen größer oder kleiner sind. Ich muss sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die Physik ist teilweise unberechenbar. Ja. Also, aber allein daran hat man ja schon Spaß. Man hat ein Ziel vor Augen, man freut sich, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, lacht man trotzdem drüber. So. Das war Just Cause 4. Wir gucken mal, wie wir das auflösen mit dem Gewinnspiel. Ja, weil, wollen wir nicht? Also ich meine, ich würde jetzt ganz einfach, soll ich einen und du einen nennen? Dann haben wir es. Und die Leute wissen gleich, dass sie gewonnen haben. Als wenn gut, wir dann das machen wir es so. Dann würde ich sagen, der Mann, der gesagt hat, wir setzen Menschen an Rotorblätter eines Hubschraubers mit einer Grappling-Hook-Verbindung. Ja, das war... Robert Paulson. Robert Paulson, sagen wir noch unter Vorbehalt, wir lassen das unsere Gewinnabteilung noch einmal überprüfen, ob das wirklich der Fall ist. Wir melden uns bei dir. Robert Paulson, wir melden uns bei dir. Oder wenn es scheppert draußen im Garten, dann sind wir das, die wir gerade mit dem Hubschrauber gelandet sind. Warte, ich hatte ein paar gute Ideen. Einen müssen wir noch, liebe Regie, sorry, aber... Fällt dir keine ein? Also, was wir ja noch ausprobiert haben, war das mit dem Tor, war nicht ganz gut. Und ich fand auch ganz gut am Ende, die Idee, die gerade gewonnen hat, nochmal weitergesponnen hat und die Idee an Windräder gehangen hat. Oh ja, warte mal, ich suche das mal kurz. Wer war denn das? Hier, aus der Luft? Nee, das war nicht. Analoger Pixel, glaube ich. Ja, und zwar, analoger Pixel, eine sehr gute Idee, an die Rotorblätter der Windkraftanlagen mehrere Hubschrauber festmachen. Hm. Natürlich waren da eine ganze Menge bei, aber die sind irgendwie hängen geblieben. Die sind echt hängen geblieben, muss ich schon sagen. Das mit dem hier, Flugzeugkurs Richtung feindliche Basis, vom Flugzeug aufs Dach, vom Fahrzeug wechseln, Verbindung kappen, Booster zünden, aufs Dach. Vielleicht einige ein bisschen zu kompliziert gewesen. Wir sind halt auch etwas einfacher gespielt. Wir sind primitiv, einfach sagen. Deswegen analoger Pixel, auch du kannst dich freuen. Wir werden uns bei dir melden, denn ihr kriegt ein tolles Just Cause 4-Paket. Genau. Und habt dann hoffentlich, schneidet dann hoffentlich besser ab in dem Spiel und verwirklicht wirklich krasse Ideen. Aber ich glaube, das ist ja der Fall bei Just Cause 4, wenn man dann auch mal so 5 bis 10 schon gespielt hat in der Story, wo dir ja einige Sachen noch gezeigt werden, wie du was dann machst, dann läuft das Ganze auch noch mal besser. Das stimmt. Aber wie gesagt, die Physik ist teilweise ein bisschen unberechenbar. Aber die Physik wird auch teilweise in den Missionen benutzt. Ja. Du sagtest das vorhin mit dem Beispiel, aber du kannst auch dann später, musst du Schalter hochziehen und dann musst du das mit dem Grappling-Hook, musst du dann an die Decke machen und so. Also es ist nicht so, als wäre das komplett sinnfrei alles, sondern es ist auch im Spiel verankert in den Missionen. Und von denen habt ihr noch gar nichts gesehen, also genau, ey, seid mal gespannt. Man sieht ja jetzt schon, wie schnell man einfach Zeit damit verbringen kann. Also wie schnell die Zeit vergeht einfach. Ich meine, wir haben jetzt über 2 Stunden gespielt und nicht so viel geschafft. Das ist halt Sandbox, ne? Also es ist wirklich eine riesige Sandbox-Welt, wo man sich austoben kann. Und genau für diejenigen, die darauf Bock haben, ist Just Cause 4 wahrscheinlich genau das Richtige. Und da fuchst man sich dann auch besser rein, was die ganzen Eigenschaften angeht. Das war's mit Just Cause 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Oder wann auch immer ihr es schaut, noch einen schönen Tag, schönen Morgen, wie auch immer. Wir sind erstmal raus. Guckt weiter in Rocket Beans TV und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.